Warp-Gondeln remagnetisiert. Check. Replikator kalibriert. Replikatoren sind kalibriert. Langstreckensensoren aktiv. Check. Make it so. 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 59. Ich begrüße meinen Mitmoderator Frank. Hallo Frank. Und ich begrüße meine Nummer 1, den Christopher. Hallo. Ja, ihr habt es ja vielleicht am Intro erkannt, wir sind im Star Trek-Fieber. So ein wenig. Ein wenig. Die ersten drei Folgen sind raus. Ja, Star Trek Discovery, jetzt auf Netflix und beim Internet eures Vertrauens, falls ihr kein Netflix habt. Frank, du hattest doch da ein bisschen Redebedarf, was du nicht losgeworden bist. Ach naja, ist halt mal wieder neues Star Trek und im Prinzip, die Leute sagen immer so, ja, das hat ja mit Star Trek überhaupt nichts mehr zu tun und früher, da war ja Star Trek so, ja, es war gerade Vietnamkrieg und so vor dem Hintergrund spielte sich das ab und da haben die Leute auch noch alles, was damals so an der Politik lief, mit in die Serie einfließen lassen. Das war noch echte Science Fiction. Diesen Menschen habe ich irgendwie so zu sagen, Leute, wir haben nicht mehr den Vietnamkrieg, wir haben heute eine etwas andere soziale Situation und die fließt tatsächlich ziemlich gut darin ein, oder? Wie siehst du das? Ich würde dir vollkommen zustimmen. Also ich verstehe das auch nicht so ein bisschen. Auf der einen Seite sagen die Leute, ja, endlich wieder neues Star Trek, mal was ganz Neues aus dem Universum, auch mit neuen Charakteren und nicht mehr mit Kirk oder so, was jetzt bei den J.J. Abrams Filmen war. Aber auf der anderen Seite sagen sie, ja, das ist ja gar nicht wie das Alte. Also so ein bisschen ein Oxymoron. Also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, ja, es ist anders, jetzt ist es schlecht. Ja, also ich war... Genauso wie auf Twitter. Ich war sehr angetan von den ersten zwei Folgen, aber noch viel mehr von der dritten Folge, was ja so der eigentliche Pilot ist. Die ersten zwei Folgen sind ja sozusagen der Prolog zu der ganzen Geschichte. Ja. Ich mag die neuen Klingonen, sind jetzt halt ein bisschen anders, aber auch nicht schlecht. Ich war total enttäuscht, dass die Captain von dem ersten Schiff... Captain Philippa Georgiou. Genau. Dass die nicht mehr dabei ist. Ja, das ist, es gibt auch schon jetzt erste Rufe, dass sie doch irgendwie so eine Miniserie bekommen soll oder einen eigenen Film, weil die Leute doch sehr angetan waren von ihr. Ja, also sie hatte ja einen eigenen Film, aus dem ich ihn kenne, der war mindestens Oscar nominiert. Das war damals, wie hieß das Ding? Hidden Dragon, Crouching Tiger oder umgekehrt? Ja, also das ist ein eigener, also mit der Schauspielerin gibt es natürlich Filme, aber mit der Figur, dass sie dann auch noch als Captain Georgiou auftritt. Die hatte es mir ja damals schon in dem Film angetan. Ja. Irgendwie so diese Art einfach, ich mag die. Also Michelle Yeoh, um mal den Namen zu sagen, fand, sie war so ein bisschen in den ersten zwei Folgen wie Janeway, wenn sie gut geschrieben wäre. Ja, es ist immer so ein bisschen mütterlich. Irgendwie. Ja, aber das Problem bei Janeway war ja so, dass sich das Autoren... Mütterlich, aber resolut. Dass das Autorenteam sich bei Janeway nicht einig war, ob sie sie jetzt wie Margaret Thatcher schreiben sollen oder wie so die Mutter Courage. Und deshalb schwankte ihre Rolle immer hin und her, was ja dann bei Battlestar Galactica aufgegangen ist in der Präsidentin. Also die Präsidentin, also wer das nicht weiß, viele Autoren von Star Trek Voyager sind dann zu der Neuauflage von Battlestar Galactica übergewechselt. Und dort haben sie die Präsidentin dann so geschrieben, ich glaube, das war die eine Fraktion, die sie schreiben wollte, wie so die eiserne Lady ist dann zu Battlestar Galactica gegangen und hat dort quasi dann das in der Präsidentin ausgelebt, die dort im Film, in der Serie mitspielt. Okay, ja. Und dann sind sie irgendwie auf diese komische Idee mit dieser komischen Droge gekommen und irgendwie, das war nicht schlau. Ah, so weit habe ich gar nicht geschaut. Ich bin noch unbedrückt bei Battlestar Galactica.
Die war doch von Anfang, relativ von Anfang an hieß es doch gleich, dass sie irgendwie todkrank ist. Ach so, ja, dass sie krank ist, ja, aber dass sie krank ist und dass dieses Medikament eigentlich der Tod auch ist. Ah, ja, genau, stimmt, du hast recht, ich erinnere mich wieder. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich jetzt stehen geblieben bin von der Zeit. Weil das war bei Amazon Prime und dann war es wieder nicht bei Amazon Prime. Wenn du irgendwo stehen geblieben bist, dann lass es sein einfach. Bei Staffel 2, Folge 10, Pegasus, also wo dieses andere Battlestarship auftaucht. Ja, okay, dann freu dich, du hast den besseren Teil hast du zu einem großen Teil gesehen. Freu dich einfach darüber, dass du den Rest nicht kennst. Ja, genau. Aber ich war jetzt auch also von der Protagonistin der Serie, Michael Burnham, bin ich ja sehr begeistert von Shaniqua Martin Green. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also die ist nicht schlecht. Ja, wie gesagt, irgendwie die erste, ach, die hat es mir doch sehr angetan. Ja, vielleicht ist ja nicht so, als wären die da auch nicht offen für Wiederbelebungen oder für Sachen. Das ist ja schon öfters passiert, dass Charaktere nur ganz kurz geplant waren und dann waren die so beliebt beim Publikum, dass sie dann wieder aufgetaucht sind oder irgendwie in Rückblenden oder so. Ja. Naja, sie wurde ja doch relativ deutlich erschossen, naja. Naja, aber es ist ja, kann ja irgendwie noch irgendwie im Rückblenden noch mehrere Geschichten erzählen. Ja. Oder man geht zurück und bearbeitet das Bildmaterial nochmal neu, gibt den Piloten nochmal neu raus und lässt die kurze Szene raus, wo der Phaser auf Töten gestellt wurde. Aber sie wurde doch gar nicht vom Phaser getötet, sondern von dem Schwert von Takufma. Ach so, stimmt. Ach, verdammt, da war. Stimmt, ich war jetzt. Ja, sorry. Gut, na okay, das kann sie ja doch noch überlebt haben. Naja, auf jeden Fall sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden, wie jetzt die Serie angefangen hat. Und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wurde ja auch schon jetzt. Also ursprünglich war es ja geplant, dass die Staffel nur 13 Folgen hat. Dann wurde es ja vor Start auf 15 Folgen verlängert und jetzt nach den ersten zwei Folgen hat CBS sich dazu entschieden, noch eine 16. Folge dazu zu geben. Uiuiui, großzügig. Und also für CBS ist bis zur nächsten dauert es dann ja auch bis 2019, ne? Ja, ich denke, wenn die sind ja dann im Februar 2018 durch mit der Staffel. Ja. Ja, und dann wieder halt wie jetzt, dass dann irgendwie 2019 im Herbst die zweite Staffel kommt. Also ich finde es ja nicht so schlimm, wenn sie sich viel Zeit lassen. Das bedeutet ja, dass sie da sehr viel Energie drauf investieren. Als wenn dann jedes Jahr irgendwie pünktlich nach 365 Tagen die zweite Staffel beginnt. Ja, hoffen wir einfach, dass es gut bleibt. Klar, irgendwie die Wissenschaft, da muss man wirklich irgendwie weggucken. An vielen Stellen. Ja, also, da ist auch an der Logik hapert es manchmal auch. Ich habe mich ja gefragt, wie man was im Weltraum rammen kann, wogegen man gerammt wird. Ganz einfach, gegen die Trägheit der Masse, die dein Schiff sowieso hat. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wenn du, also es gibt ja die eine Szene, wo das Klingonenschiff sich da in das Föderationsschiff reinfräst. Ja. Und, das würde genauso aussehen. Also okay. Das ist genauso. Ich hatte mir das genau so überlegt, richtig. Dass sie dann irgendwie in Warpgondeln, dass sie dann im Raum stehen bleiben, dass sie da so Quantenverschränkungen machen, damit die nicht irgendwie abdriften. Aber naja, so ist es ja auch okay. Nee, also so würde ich mir das ungefähr vorstellen. Also es gibt ja auch, wenn man auf YouTube sucht, diverse Bilder von Schiffskollisionen, also richtigen Schiffen. Und das sieht ganz ähnlich aus. Okay. Dann bin ich. Die haben halt einfach richtig viel Masse, richtig viel Trägheit und dann fliegen die da halt rein. Mhm. Was hältst du denn von Artenidentifizierung? Ja, das war das Schlimmste von allem. weil man ja gesehen hat, so wie einfach das zu umgehen ist. Genau, wenn man selbst auf so eine einfache Art und Weise das Ding zu umgehen kommt. Dann heißt das schon mal, hat das wahrscheinlich sich jemand auch schon gedacht und Leute, nee. So doof sind die Menschen nicht. Okay, dann schließen wir aber das Thema Star Trek ab.
Genau. An dieser Stelle noch der Hinweis, es gibt mehrere Begleitpodcasts, also die jede Folge ausführlich besprechen. Dann einmal von sagen wir mal, einem Freund der Familie, dem Max Snyder. Der macht den Star Trek Discovery Weekly Podcast, wo halt jede Folge besprochen wird. Ich bin in der ersten Folge dabei, zusammen mit der Becky. Und wir besprechen die Folge 1 und 2 und jetzt ist auch gerade die zweite Folge rausgekommen, wo dann Folge 3 besprochen wird mit der Dunderklumpen und dem Flo und mal sehen, ob wir auch mal in einer der zukünftigen Folge zu hören werden sein. Du hattest ja schon Interesse angemeldet, Frank, dass du auch mal da auftauchen wirst. Aber keine Zeit gehabt. Ja, aber es gibt ja noch ein paar Folgen, nicht, die man zu besprechen hat. Ja, wissen genau. Und dann gibt es noch das Discovery Panel, was ja nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert, auch auf Deutsch, die auch jede Folge besprechen. Und, ja, ich habe hier was gesehen, The Lower Decks. Genau, dann gibt es noch quasi auf englische Sachen. Ich habe jetzt mal die zwei Sachen genannt. Man kann sehr viel mehr dazu hören, als man sehen kann. Genau. Definitiv. Also man kann zu jeder Stunde, die gezeigt wird, sich 3 Stunden Podcast anhören. Nicht nur. Genau. Damit schließen wir das erstmal für uns, das Thema Star Trek ab. Ich habe noch einen kleinen anderen Hinweis aus dem Fernsehen. Nämlich die letzte Folge Schulz und Böhmermann vom letzten Sonntag. Da war Insa Thiele Eich zu Gast, die ja bei dem Projekt Die Astronautin als eine der beiden Finalistinnen ausgewählt wurde. Und ich war doch sehr angetan von ihr. Also ist ein sehr sympathischer Mensch, ist ja von der Profession her Meteorologin. Und was ich nicht wusste, sie ist die Tochter von Gerhard Thiele, der selber deutscher Astronaut war bei der ESA und im Jahre 2000 mit STS 99 also mit Space Shuttle Flug 99 geflogen ist. Also sie kommt sozusagen sie begründet jetzt eine Raumfahrtdynastie. Jo. Tja, erinnert ein bisschen an irgendwie Rennfahrer und so. Naja. Wieso haben die da auch immer so Familienvererbungen? Ja, also Max Verstappen ist der Sohn von Jos Verstappen. Zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, gibt es schon andere Astronauten oder Astronautinnen, deren Eltern auch schon Astronautinnen waren? Oh, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Weil mir war jetzt keine bekannt. Weil es wäre lustig, wenn sie jetzt die erste wäre, die in zweiter Generation Raumfahrerin ist. Ist jedenfalls vorstellbar, dass sowas passiert, weil wie Menschen halt so sind, ne? Ja, irgendwie die ganze Familie macht Musik, dann macht der Sohn dann auch Musik. Mhm, ja. Sie hat dann auch erzählt, weil dann irgendwie war ja die Frage, ist das jetzt, also sie hat ja selber Kinder und wie ist das, wenn man da in den Weltraum fliegt und ist ja auch irgendwie nicht ganz ungefährlich, trotz aller Sicherheitsvorrichtungen und sie meinte sie, ja, sie war da auch bei der Columbia-Katastrophe ganz nah dran, weil sie für eine der Astronautinnen, die da umgekommen ist, irgendwie Babysitterin war, weil halt ihr Vater mit diesen Astronauten selbstverständlich auch dann befreundet war. Also sie hatte das dann bei der Columbia-Katastrophe ganz nah mitbekommen, wenn dann irgendwie Freunde und Bekannte dabei umkommen. Habe ich schon sehr Respekt, wenn man sich dazu entscheidet, halt trotz Familie, irgendwie trotz Kinder, jetzt nicht nur bei Frauen, auch, also ist ja auch beim allen ein Problem oder ein Thema, sich dazu entscheidet, in den Weltraum zu fliegen. Ja. Ja. Aber sie war da. Es wird sicherer, obwohl das ist halt. Es gibt immer noch so wenig verschiedene Raumschiffe, dass man nicht wirklich von Sicherheit so pauschal reden kann. Ne? Ja. Ich meine, im Prinzip, ja, okay, Space Shuttle ist abgehakt. Soyuz fliegt noch. Und okay, Shenzhou hat noch keine größeren Unfälle gehabt. Zumindest nicht mit Leuten an Bord. Aber naja. Ja, wenn dann demnächst dann 2 neue Player dazu kommen. 3. Orion, Starliner und Dragon. Ja. Und dann müssen wir mal sehen. Genau. Und hoffen, dass die ihr Zeug in den Griff bekommen. Das ist halt so eine Frage, ne? Ich gehe sehr davon aus, dass die da relativ verantwortlich damit umgehen, aber wir sind alles nur Menschen, ne? Und die Leute, ich
bin mir nicht sicher, ob die sich so viel Zeit dafür nehmen, dann das Ganze so weit auszutesten, wie das früher ausgetestet wurde. Na ja, gut, beim Space Shuttle ja auch nicht. Aber naja, gut. Ich denke, SpaceX hat da immer noch den besten Ansatz. Einfach weil die Frachtversionen halt den Erfahrungsschatz dann doch ganz gut ausgebaut haben. Ja. Sie hat dann auch noch ein bisschen was erzählt zu der Finanzierung, also dass da tatsächlich noch ein paar Millionen fehlen und dass da Großsponsoren immer noch zu suchen sind. Ja, also es ist ganz spannend, kann man sich mal anschauen. Sie war sehr lustig, weil sie dann in der Sendung erkannt hat, oder vor der Sendung, dass ja Olli Schulz der Böse in dem Bibi und Tina Film war, den sie just am Tag vorher mit ihrer Tochter angeschaut hat. Ah, okay. Und dann noch so meinte, dass sie doch ein Bild mit Olli Schulz für ihre Tochter braucht und ganz rot wurde. Ich glaube, das ist in diesem Vorgeplänkel drin, was auf YouTube veröffentlicht wurde. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Also unsympathisch ist denn nicht. Wir haben ja schon ein bisschen hier die Astronautin als Projekt kritisiert, aber persönlich wünsche ich ihr natürlich, dass das alles klappt und dass sie dann irgendwann in den Weltraum fliegt. Das ist ja dann, wäre doch dann ganz toll. Genau. Ja, wie gesagt, ist halt letzten Endes ein kommerzielles Projekt und hat nicht so viel mit der Raumfahrtforschung zu tun, wie das halt die anderen sind. Und da wäre halt die ESA in der Pflicht, ne? Oder DLR oder wie auch immer das jetzt genau ist. Mm, ja. Der die aussucht, ne? Genau. Dann haben wir so ein bisschen das Vorgeplänkel damit abgehakt und kommen zum UnterstützerInnen. Dank. Und ich lese jetzt ganz kurz unsere Patreon-Spender und Spenderinnen vor. Da haben wir einmal den Eike, Sebastian, Sebi, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw Iroh, Rominger, Telegnom, Niklas, Daniel, Carsten, Bibone, Michael, Hans, Christine, Meh, Markus, Manuel, Huri, Thomas, Ronald, Jochen und den Johannes. Und es gibt auch ein kleines Update von unserem LiberaPay-Experiment. Seit letzter Woche hat sich da doch einiges getan. Wir sind jetzt zurzeit bei 6,97 € pro Woche. Also das ist ja, das darf man nicht vergessen, das wird bei LiberaPay pro Woche abgebucht bzw. ausgezahlt. Wir haben auch schon unsere erste Auszahlung bekommen und haben zurzeit 5,87 € in der Brieftasche. Was ganz interessant ist, das wird jetzt erstmal einen Monat auf Quarantäne gelegt. Da schützt sich einfach LiberaPay vor Kreditkartenbetrug. Also ich kann dann quasi jetzt diese 5,87 € nach einem Monat abheben und dann halt immer, wird immer pro Monat dann quasi die nächste Tranche freigegeben. Also wenn das dann einmal angelaufen ist, dann ist das auch kein Problem, dann rollt das ja so vor sich hin. Und ich habe das mal so ein bisschen gegengerechnet, ist ja ein bisschen schwierig, so Wochen auf Monate hochzurechnen. Aber wir sind jetzt so etwa bei 30 € im Monat. Wenn jetzt da nicht so ganz große Schwankungen passieren, was nicht mehr ganz so weit entfernt ist von dem Betrag, den wir zurzeit auf Patreon bekommen, wenn man das alles nach Gebührenabzug und Umrechnung in Euro und so berechnet. Also bin ich so sehr, es ist sehr spannend, dass da jetzt nach 2 Wochen fast so viel Geld zusammengekommen ist wie bei Patreon über ein Jahr, wo ja immer alle sagen, ja, aber Patreon bietet doch die Vorteile. Also finde ich ganz spannend, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Wie auch immer, wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür. Das auf jeden Fall. Und also zum einen werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr damit den Ausflug nach Bremen irgendwie finanzieren. Ja, ob wir das schaffen, weiß ich noch nicht, aber wenn es sich jetzt so weiterentwickelt, wir werden es mindestens versuchen. Wir werden auf jeden Fall jetzt das nicht alles verprassen, sondern was halt übrig bleibt, zurücklegen. Genau. Und so ein paar einzelne andere Dinge sind auch noch mit drin. Und, ah ja, genau. Mal schauen, wie wir das alles organisieren. Genau. Also auf jeden Fall, wir haben das schon angekündigt, wenn es jetzt nicht reicht, werden wir nochmal eine extra Crowdfunding-Kampagne extra für das Projekt International Astronautical Conference in Bremen eine eigene Crowdfunding-Kampagne machen. Aber das ist ja noch ein bisschen hin, bis wir da irgendwie Geld einsammeln müssen. Jo, nämlich genau ein Jahr. Nämlich genau ein Jahr und ich bin einfach begeistert wieder, wie gut das bei LiberaPay jetzt angelaufen ist. Und vielleicht kommen noch ein paar rüber. Ich habe auch schon die ersten Ideen, wie wir das mit dem Early Access Feed hinbekommen.
Wer jetzt in der Übergangsphase haben will und bei Libera Pay uns unterstützt, der soll mich einfach anschreiben, dann schicke ich dem da ein RSS-Feed privat zu. Das ist alles kein Problem. Und noch eine dritte Sache, was das Geld angeht. Anscheinend hat sich jemand bei Amazon was geleistet, was er oder sie über unseren Affiliate-Link eingekauft hat. Es war so ein batteriebetriebener so ein Kühlschrank, den du irgendwie an so einen Druckluftkompressor anschließen kannst, also irgendwie unterwegs benutzen kannst, für, glaube ich, 600 Euro, was uns dann wiederum 34 Euro auf einen Schlag Affiliate-Link Guthaben eingebracht hat. Deswegen hatten wir jetzt diesen Monat eine etwas größere Auszahlung dort. Normalerweise so, dass immer alle 1 bis 2 Jahre diese 50 Euro zusammenkommen und dann die Auszahlung getriggert wird. Und das war jetzt halt schon auf einen Schlag soweit. Von dem her konnte ich mir jetzt ein MIDI-Board leisten, was jetzt hier neben mir steht. Ich werde auch mal verlinken, was ich mir da gekauft habe. Für wen das interessant ist. Es sieht schön grün aus. Genau, es dunkel ist. Es war das einzige Exemplar. Es gab auch eins ohne Leuchten, aber das wird nicht mehr hergestellt. Es gibt nur noch das mit grünem Leuchten. Ich habe mir das jetzt nicht aus diesen Gründen gekauft. Es hat diese coolen Jogwheels. Habe ich es mir dafür gekauft zum Schneiden, aber ich habe auch so ein paar Funktionen, wo ich zum Beispiel meinen Button drauf kann. Und das habt ihr uns sozusagen über die Affiliate-Käufe finanziert. Das war schon eine Anschaffung, die ich schon länger machen wollte, und jetzt war es mal soweit. Genau. Okay. Ab zu den Themen. Ab zu den Themen. Womit wollen wir denn anfangen? Da, wo wir gerade waren, würde ich sagen, beim IAC. Astronautical Congress, dachte ich immer, aber du meintest Conference, heißt das? Ich schaue es gerade nochmal nach. Also irgendwas, eins davon wird schon heißen. Warte kurz. Am Ende ist es Convention. International Astronautical Congress. Okay, veranstaltet von der International Astronautical Federation, ne? Genau, der IAF. Hatten wir ja schon letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Und jetzt haben wir sozusagen nochmal ein bisschen ein Roundup von den Sachen, die jetzt da nochmal bei den verschiedenen Panels rausgekommen sind. Zum einen, wolltest du das jetzt mit dem Starliner machen oder worauf hast du angespielt? Ich wollte über SpaceX reden, weil der Elon Musk hat ja da seinen Vortrag noch gehalten. Stimmt, ne? Das war ja auch noch. Da war noch irgendwas Wichtiges. Naja. Wegen dem ich viel zu früh aufgestanden bin und dann irgendwie hinterher im Bett verschwunden bin. Ich habe tatsächlich das Video noch nicht gesehen. Also ich konnte es nicht live schauen. Ich habe natürlich auf Twitter mitbekommen, was er gesagt hat, aber ich hatte noch keine Zeit und Muße, mir das anzuschauen. War irgendwas Wichtiges? War was Wichtiges. Es war wenig dabei, das absolut unerwartet war. Zum einen, ja, irgendwie sehr viel Mondanteil. Im Vergleich zu früher auf jeden Fall. Elon Musk will seit neuestem auch eine Mondbasis bauen. Hey, es ist 2017, wir haben immer noch keine Mondbasis. Was zum Teufel ist da los? Irgend sowas war das. Die neuen Pläne für das große Raumschiff sind deutlich kleiner geworden, was schon seit einiger Zeit angekündigt wurde, glaube ich. So heißen halt nicht mehr 42 Triebwerke, sondern 31, und die Triebwerke, die Raptor-Triebwerke, sind auch vom Schub her deutlich deutlich schwächer jetzt, als früher angekündigt wurde. So halt Zeugs wie Brennkammerdruck ist deutlich niedriger geworden, dadurch sinkt dann auch die Effizienz. Was heißt das? Raptor-Triebwerk ist auf jeden Fall jetzt erstmal im Test, wurde, glaube ich, 42 Mal getestet, mit zusammen. Absichtlich oder? Durch Zufall. Ja, richtig, richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob genau 42 Mal per Zufall oder nicht. Also
Also gut, bei Star Trek gab es ja wieder so eine Szene, irgendwie 47% Schild. Sorry. Ja. 47 ist die 42 von Star Trek. Okay. Ja. Die 42, ich habe keine Ahnung, ob das mit Absicht war oder nicht. Auf jeden Fall ganz ordentlich, also fast jede Woche ein Test. Es ist nicht völlig klar geworden, ob das jetzt ein vollständiges Raptor-Triebwerk war, also in der vollen Größe oder nicht. Das ist nicht ganz klar geworden. Ja, auf jeden Fall scheinen die deutlich besser und sauberer durch das Testprogramm zu kommen, als das Blue Origin schafft. Was vielleicht vermuten lässt, dass ein kleineres Triebwerk ist, ich habe keine Ahnung. Weil Blue Origin hat ja jetzt vor kurzem das Problem gehabt, dass ihnen ein Triebwerk um die Ohren geflogen ist und die haben jetzt erst wieder angekündigt, ja, demnächst fangen wir mal wieder an zu testen. Da ging es offensichtlich nicht so mit jede Woche ein Test. Naja, jedenfalls, der Brennkammerdruck von so einem Triebwerk ist ziemlich wichtig. Das ist einmal der Schub an sich, den das Triebwerk ja erzeugen kann. Also dreifacher Druck in der Brennkammer ist grob gesagt dreifacher Schub. Ist, glaube ich, nicht hundertprozentig identisch, aber weitestgehend. Der Druck hat dann auch noch so Einfluss auf zum Beispiel die Verbrennungstemperatur und damit darauf, wie sich die einzelnen Bestandteile zersetzen oder auch nicht. Kurzum, höherer Druck, höhere Temperatur sorgt dafür, dass das Triebwerk insgesamt etwas effizienter ist. Und ja, wenn es jetzt heißt niedriger Brennkammerdruck, dann sinkt dadurch nicht nur der Schub von dem Triebwerk, sondern es wird auch etwas weniger effizient. Und ja, damit hat SpaceX halt zu kämpfen und deswegen hat das neue Raumschiff mit den 31 Triebwerken nicht nur 3/4 des Schubs, sondern halt noch weniger und ist nur noch ungefähr halb so groß wie das, was früher mal angekündigt wurde. Ja, die Zeitpläne sind so unrealistisch wie eh und je. Also kann man nicht anders sagen. Was sind die Zeitpläne? Was hat er gemeint? 2022 will er die ersten beiden Transporter zum Mars schicken, 2024 dann die ersten Kolonisten oder so? Also wie immer. Ja, Leute, was soll der Scheiß? Nee, also muss man einfach sagen, es ist einfach, es ist nicht sonderlich realistisch, dass jetzt innerhalb von 5 Jahren alleine schon, da sollen Menschen drauf. Dann in 7 Jahren. Zum einen. Zum anderen, es ist ein Riesentrum, das die entwickeln wollen. Und das Triebwerk ist jetzt erst seit 2 Jahren ernsthaft in Entwicklung. Das wird eine Weile brauchen, bis das wirklich gut ausgereift ist. Dann entwirfst du so eine Rakete nicht mal eben über Nacht. Ich meine, ich erinnere mal ganz vorsichtig an die Falcon Heavy, die angekündigste Rakete aller Zeiten von SpaceX. Die ja jetzt doch nicht unbedingt im November starten wird. Genau, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Und ursprünglich, ich glaube, die allererste Ankündigung von der Falcon Heavy als solche war Erstflug 2013. Und das war nur, als die Falcon Heavy als Falcon Heavy zum ersten Mal bezeichnet wurde. Davor war das immer noch die Falcon 9 Heavy. Und die sollte noch früher fliegen, ich glaube 2011 oder so. Dann kam irgendwie die Ankündigung, ja, das Ding heißt jetzt Falcon Heavy, wird nochmal eine ganze Ecke größer und schwerer und schubstärker. Und deswegen braucht es jetzt halt doch noch etwas länger. Jo. Also im Prinzip, SpaceX Raketen bauen wollte mit Seitenboostern, geht zurück bis in die Anfänge. Es gab diverse Pläne, dass man, ich hatte irgendwo auch mal eine Quelle gesehen, dass die Falcon 1 zur Heavy-Variante ausgebaut werden sollte. Die sind ziemlich schnell verschwunden. Dann hieß es, okay, die Falcon 9 Rakete soll Seitenbooster bekommen.
Und zwar sowohl in der Variante, man nimmt die Falcon 5 Rakete, die damals noch geplant war, als Seitenbooster, als auch in der Variante, dass man die Falcon 9 Rakete als Seitenbooster benutzt. Ja, und dann irgendwann hat sich rausgestellt, naja, so Seitenbooster zu bauen, heißt, dass der mittlere Teil der Rakete irgendwie komplett anders gebaut werden muss, dann muss der komplett neu entworfen werden. Hatten die das tatsächlich bei SpaceX angenommen, dass sie da einfach eine Falcon 9 nehmen und zwei daneben stellen, oder, weil die, das war ja nicht geplant, dass also der mittlere Teil komplett neu entworfen werden soll. Ja, also zumindest sind sie wohl davon ausgegangen, dass die Modifikationen, die sie brauchen, nicht so schwer schwerwiegend und nicht so umfangreich sind, wie es dann sich herausgestellt hat. Okay. Und ja, wenn das schon ein paar Jahre braucht, kann man sich jetzt überlegen, wie realistisch ist der Zeitplan, was völlig Neues zu bauen, mit neuen Materialien für den Tank, mit Hitzeschutzschilden und allem Möglichen, das innerhalb von 5 Jahren. Also, sorry, das ist jetzt nicht so glaubwürdig. Nicht so richtig. Das glaube ich. Jo, okay, wie soll das Ding jetzt aussehen, nach den neuesten Plänen? Im Prinzip, etwas schmaler, ich glaube 9 Meter Durchmesser anstatt 10. 10 oder 12 oder wie viel das beim letzten Mal waren, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ja, oben, also dann unten halt eine ganz normale Raketenstufe, die dann wie gehabt zurückfliegt. Und zwar wie gehabt in dem Sinne, sie landet dann nicht mehr auf dem Landepad, wie wir es heute kennen, sondern praktisch in der Startvorrichtung an sich. Die mittlere Stufe oder die Außenseite? Oder von was redest du jetzt? Nee, ich rede jetzt nicht von Falcon Heavy, sondern von der Big Falcon. Ah, okay, du bist einen Schritt weiter, ja. Ja, das habe ich gesehen. Das ist, da sind sie ja schon sehr zuversichtlich, was ihre Landefähigkeit angeht, wenn die in der Startvorrichtung landen soll. Das finde ich tatsächlich nur realistisch, weil die Falcon 9 ja tatsächlich sehr gut landet. Also kann man sich ja angucken, ne? Ich stelle mir so vor, so ein bisschen wie einen Legostein aus dem Orbit werfen und dann, also nicht ganz genau, also halt dann auch mit Lego. Dein Legostein hat keine Steuerdüsen. Stimmt. Ne? Aber es hat auch kein GPS und ja, so. Aber es ist, also ich stelle es mir trotzdem sehr fickrig vor, also dass ist es definitiv, aber also wenn ich mir angucke, wie gut die Dinger landen und wie zielgenau die Dinger landen, hat das doch, ja, es ist realistisch. Ist dann eine Frage der Konstruktion, wie die sozusagen aufgefangen wird, aber prinzipiell sehe ich da kein Problem. Ich sehe da kein fundamentales Problem, dass die nicht genau genug landen könnten, um das ohne Landebein hinzukriegen. Also Wikipedia sagt, die Falcon Heavy soll 12,12 Meter noch breit werden, aber das ist jetzt das Veraltete. Ja, das ist jetzt, also es gibt halt die Falcon 9, die Falcon Heavy ist halt mit Seitenboostern rechts, links und dann halt die Big Falcon Rocket. Ja. Nee, also weil ich gerade auch im Editiermodus bei der Wikipedia bin. Ich habe heute schon wieder bei der Recherche festgestellt, dass bei der Wikipedia wieder Sachen veraltet sind. Ja, das sind sie. Aber die SpaceX-Seite sagt auch noch, dass die Falcon Heavy 12,12 Meter breit werden soll. Ich meinte, über die habe ich auch nicht gesprochen. Ich meinte die früheren Pläne für die BFR. Ach so. Die soll nur 9 Meter breit werden. Ich glaube 9 Meter Durchmesser. Ah, okay. Aber dann ist es schmaler als die Falcon Heavy. Ja, aber halt richtig rund. Komplett ausgefüllt. Ah, okay. Nicht so aus 3 dünnen Spargeln, die nebeneinander stehen. Ja, gut, jetzt habe ich es verstanden. Du verstehst. Okay. Ich verstehe. So, obendrauf kommt ja bei einer normalen Rakete einfach bloß eine zweite Stufe, ne? Mhm. Und dann kommt da irgendwie eine Nutzlast drauf. Ne? Das ist so vorgesehen. Genau. Das ist dort nicht so. Da ist beides zusammen. Ein Stück. Also das Raumschiff ist die zweite Stufe. Und die zweite Stufe ist das Raumschiff. Okay. So heißen in dem Raumschiff selbst sind zwei große, also halt große Tanks integriert.
einmal so ein richtig großer Tank, wo halt richtig viel Zeug reinpasst und dann noch ein kleiner Tank, der nur dafür da ist, während der Landemanöver genügend Treibstoff für die Landemanöver zu haben, wenn sich das Raumschiff relativ schnell drehen muss oder halt irgendwie es passieren kann, dass der Treibstoff ziemlich schnell ins Schwappen gerät oder so, dass da immer genügend Treibstoff für die Pumpen da ist, hat man da noch einen zweiten Kleintank integriert. Und ja, der ist dafür da. Insgesamt, ja, wie mache ich weiter? Also Nutzlast soll irgendwas um die 150 Tonnen im niedrigen Erdorbit sein. Das ist eine Ansage, heißt allerdings auch, okay, dann bist du im niedrigen Erdorbit. Ja. Ja, das, wenn man etwas in niedrigen Erdorbit bringt, dann ist man im niedrigen Erdorbit. Genau, also noch nicht weiter. Und ja, der eigentliche Witz an der Sache ist, dass das Ding dann im Erdorbit wieder aufgetankt werden soll. Und darauf verlassen die sich mehr oder weniger. Wenn du mit dem Ding in GTO oder sowas kommen willst, um irgendwie Nachrichtensatelliten auszusetzen, da hast du schon ein Problem. Also Elon Musk hat gesagt, okay, das Raumschiff wiegt wahrscheinlich nach unseren Plänen 85 Tonnen. Aber so wie diese Dinge halt so laufen, wird es wahrscheinlich schwerer werden. Das sagt nicht ich, sondern das hat er selbst schon gesagt. Ne? Also das Gewicht ist eher nach oben hin offen und nicht so sehr nach unten hin. Also so irgendwie zufällig ist es leichter geworden als geplant, hat man recht selten. Ja, wird auch selten günstiger als geplant. Genau. Soll heißen, falls das so wird, dann hätte das Ding eine Nutzlast von 20 Tonnen in GTO, aber jede Tonne, die es mehr wiegt, ist eine Tonne weniger und 20 Tonnen mehr, das hast du ganz schnell zusammen. Mhm. Also höchstwahrscheinlich ist da so gut wie gar keine Nutzlast in die Richtung da. Also heißen, um Nachrichtensatelliten zum geostationären Orbit zu bringen oder in Übergangsorbit, brauchst du mindestens ein Tankmanöver. Und wenn du 150 Tonnen da hochbringen willst, brauchst du mehr als ein Tankmanöver. Und dann hast du schon mehrere Starts von solchen Raumschiffen alleine, um einmal das eine Raumschiff hochzubringen. Und dann müssen noch ein paar Tankraumschiffe mehrfach starten, um das aufzutanken. Naja, aber was willst du mit einem 150 Tonnen Nachrichtensatelliten? Ja. Das ist die Frage. Also du kannst dann halt sagen, okay, wir starten nicht nur einen, sondern mehrere. Ja. So richtig viele. Also eine ganze. Wenn man das dann wieder teilt, vielleicht rechnet sich das ja tatsächlich. Ja, ich finde es trotzdem irgendwie etwas. Wenn du da auf einen Schlag deine ganze Iridium-Flotte erneuern kannst. Ja. Ja, klar, aber muss halt erstmal alles funktionieren und so. Vor allen Dingen, die Tendenz ist derzeit eher in Richtung kleinere Satelliten. Ne? Wir haben ja letztes Mal über Planet Labs gesprochen. Ne? Die kriegen doch mit den CubeSats einiges hin, das früher ja praktisch als unmöglich galt. Naja, aber dann hast du halt statt 90 900 auf einen Schlag. Ja. Aber was mir auch gerade einfällt, es ist ja auch ein bisschen. Also so nach dem Motto, alle Eier in einen Korb legen. Ja, genau. Wenn dann die Rakete hops geht, dann ist auf einmal eine ganze Flotte kaputt und nicht nur fünf ja, oder ist, so. Da ist einmal die Nutzlast kaputt und dann ist dein Raumschiff kaputt und das Raumschiff ist dann mit Sicherheit auch einiges wert, ne? Weil, ja, ist halt erstmal ziemlich groß, ist im Wesentlichen auf Wiederverwendung ausgelegt. Und ich sehe da praktisch die gleichen Probleme auf die zukommen wie beim Space Shuttle, nur nicht ganz so extrem. Also beim Space Shuttle hattest du ja das Problem, dass du das Ding nach jedem Flug praktisch komplett auseinandernehmen musstest, dass du die Feststoffbooster dazu machen musstest, dass du einen neuen Treibstofftank brauchtest und so weiter und so weiter. Das hast du dort nicht. Also es ist schon deutlich besser als ein Space Shuttle, aber so dass das prinzipielle Problem, dass man halt am Ende immer darauf angewiesen ist, dieses ganze Ding da hochzubringen, das hast du immer noch.
Immerhin sind keine Menschen drauf. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, Menschen sollen natürlich schon drauf. Nein, Moment. Mitfliegen können. Um bloß nicht hier in Richtung drauf gehen und so. Um auf der Rakete drauf sitzen. Ja, genau, oben drauf sitzen. Genau so. Genau dieses Bild. Mit Cowboy-Hut. Mhm. Das war ja dann eher in die andere Richtung. Genau. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Dann heißt's, ja, da ist Platz für 100 Menschen drauf. In 800 Kubikmetern. Für einen Flug zum Mars. Also, ein Flug zum Mond, das nehme ich dir ab. Also, das glaube ich jederzeit. Okay, 800 Kubikmeter für 100 Menschen auf dem Weg zum Mond. War es ein paar Tage dauert. Also, so eine Mondmission hat er ja vorgestellt gehabt. So zumindest in groben Zügen. Würde dann so ablaufen, dass man praktisch ein Raumschiff in einen hochelliptischen Orbit bringt. Und dort einmal voll auftankt. Und von dort aus kann man dann zum Mond fliegen und vom Mond auch wieder weg zurück zur Erde fliegen, nachdem es nur einmal am Anfang halt vollgetankt wurde. Mhm. Aber dieses Volltanken ist halt in einem hochelliptischen Orbit. Das heißt, um das Raumschiff da oben auftanken zu können, musst du erstmal ein Raumschiff in den niedrigen Erdorbit bringen, das auftanken, damit es in den hochelliptischen Orbit fliegen kann, um dann das eine Raumschiff, das da oben ist, ein Stückchen mehr aufzutanken. Und du brauchst mehr als einen Tanker, um so ein Raumschiff aufzutanken. So heißen, bis du irgendwann mal beim Mond bist, also bis dieses eine Raumschiff voll aufgetankt ist und zum Mond fliegen kann, hast du mindestens so 10, vielleicht sogar 20 Tankschiffe von der Erde gestartet, um das eine Raumschiff da oben voll zu tanken. Also so ganz einfach ist das nicht. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Witzigerweise, ein Flug zum Mars wäre weniger aufwendig. Da musst du praktisch bloß das Raumschiff im niedrigen Erdorbit einmal volltanken und kannst dann starten und fliegst zum Mars, allerdings nicht zurück. Also, ja, winziges Problem. Details, ne? Mhm. Aber ja, wir haben ja dann wahrscheinlich, wenn SpaceX das mal so weit fertig hat, dass sie das machen können, ist ja dann auch hoffentlich oder vielleicht ein Deep Space Gateway dort vorhanden. Der Plan ist ja, die ersten beiden Raumschiffe, die fliegen sollen, sollen die Infrastruktur für die Treibstofferzeugung praktisch aufbauen. So Methan und Sauerstoff und so. Oder nee, auf dem Mars. Ja, nee, ich rede jetzt von der Mondmission. Also, dass sie dann. Ah, ja. Die Idee ist ja, dass das Deep Space Gateway sozusagen ein Shuttle für den Mond bekommt. Ja. Was ja auch nochmal, also ist ja auch alles nur noch Zukunftsmusik, aber genau. Vielleicht gibt es ja Synergieeffekte, wie man so schön sagt. Ja, also ich finde den Plan irgendwie mit einmal hinfliegen und mit dem gleichen zurück, es hat einen gewissen Charme, aber das ist halt wirklich wie so ein Eisberg, ne? Man sieht nur die Spitze, ne? Du hast ein vollgetanktes Raumschiff und das fliegt dann halt zum Mond und direkt wieder zurück und das ist alles ganz toll, aber unten, unterhalb der Meeresoberfläche, da ist der eigentliche Aufwand und das ist halt die ganzen Tankerflüge, die da erstmal das Ding volltanken müssen und darüber hat er gar nicht gesprochen. Ja, finde ich jetzt wenig gelungen. Muss man schauen. Also ich glaube, die Pläne müssten dann nochmal etwas überarbeitet werden. Es sei denn, es ist wirklich so, dass jeder Flug halt wirklich nur so ein paar Millionen kostet und völlig zuverlässig ist und keinerlei Probleme bereitet und da wenig Wartungsaufwand zwischen den Flügen benötigt wird, wie bei so einem Flugzeug. Aber ich sag mal, ein normales Flugzeug ist eine deutlich weniger komplexe Maschine als so ein Raumschiff. Erst recht wie so ein zweistufiges Raumschiff.
Und wenn er dann sagt, ja, das kostet irgendwie weniger als der Start einer Falcon 1 Rakete an zusätzlichen Kosten pro Flug, also sowas wie 7 Millionen, 5 bis 7 Millionen US-Dollar pro Flug. Wenn es tatsächlich so käme, dann sind diese ganzen Pläne alle brillant. Aber dazu müsste es erstmal soweit sein. Und ja, ich glaube, das ist immer das Problem bei Elon Musk. Ja. Also wie gesagt, wenn das alles so ist, dann ist das alles brillant und dann ist das alles toll. Aber das ist halt so wie halt, ne, irgendwie Steel Underpants, Fragezeichen, 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 Be Rich. Ne? Also irgendwie so, die Fragezeichen, die muss er irgendwie noch beantworten. Und die Antwort habe ich da irgendwie noch nicht gesehen in seinem Vortrag. Das ist halt, ja, das ist der Punkt. Ne? Also irgendwie, der Zustand jetzt ist halt, man hat ein Triebwerk im Test, man hat einen Treibstofftank im Test gehabt und den wohl auch erfolgreich getestet, so wie es klang. Also den Kohlenstofffasertank, den sie im letzten Jahr gezeigt haben, der wurde ja getestet mit flüssigem Sauerstoff. Und nicht nur mit Nominaldruck getestet, sondern auch mit mehr als Nominaldruck, um zu gucken, wann er platzt. Da gibt es auch ein kurzes Video davon. Und das Ding ist dann 100 Meter in die Luft geflogen und auch wieder zurückgekommen. ja, okay. Das ist das, woraus bis jetzt dieses Raumschiff besteht. Aus einem getesteten Prototypentank und einem Triebwerk, das immer noch auf den Testständen gequält wird. Und mehr halt noch nicht. Der Rest ist alles so CAD-Programme auf dem Computer. Ja, das ist ja Details. Hauptsache Triebwerk steht. Ja. Naja, ist halt schon das Komplexeste einer Rakete. Ja, das ist das Komplexeste, aber der ganze Rest, den sollte man bitte nicht unterschätzen. Also das Ganze ist ja nicht bloß eine lose Formation von Bauteilen, sondern das Ganze muss ja irgendwie Hand und Fuß haben. Und du brauchst ein Hitzeschutzschild, der tatsächlich so leichtgewichtig ist, dass sich das Ganze am Ende lohnt. Zusammen mit dem großen Tank und so. Das Landemanöver muss alles ordentlich funktionieren. Das ist nochmal eine Ecke komplizierter als das, was man zurzeit macht. Es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht. Aber man muss halt erstmal irgendwie alles funktionieren. Und man hat ja gesehen, woran die diversen Landeversuche der ersten Stufe der Falcon 9 gescheitert sind. Da gab es ja doch ziemlich viele kleine Details, die irgendwie erstmal gelernt werden mussten. Ne? Also irgendwie Treibstoffventil, das sich nicht ganz so verhalten hat, wie es hätte sollen, und schon stürzt das Ding ab. Irgendwie ein bisschen Eis an der falschen Stelle und schon knickt das Bein ein. nicht genügend Hydraulikflüssigkeit, oh hoppla, und so weiter. Ne? Wir haben ja das Video das letzte Mal gehabt, und ja, es ist eigentlich keine Befürchtung. Das ist völlig offensichtlich, dass es solche und ähnliche Fehler dann auch geben wird, wenn man dieses neue Raumschiff baut. Ja, aber solange da keine Menschen draus sind. Das muss halt erstmal alles gemacht werden. Und das kriegst du nicht in 5 Jahren hin. Und in der Zwischenzeit sollte man solvent bleiben, ne? Naja, aber wie sie sich finanzieren wollen, da haben sie ja schon andere Pläne. Naja, im Prinzip haben sie gesagt, wir wollen die Falcon 9 Rakete kannibalisieren. Also so heißen, die wird jetzt noch ein paar Mal gebaut, solange bis man einen gewissen Vorrat hat, und dann wird nichts Neues mehr gebaut, außer zweite Stufe, und der Rest wird dann halt irgendwie durch Wartung instand gehalten und immer wieder geflogen, und dann hofft man, dass man auf die Art und Weise genügend Geld verdient. Spannend. Und dann halt kein Zwischenschritt. Und das ist halt so, wenn irgendwie ein Zwischenschritt dazwischen wäre, dann wäre ich nicht halb so pessimistisch. Aber ist halt nicht, ne? Wahrscheinlich kommt er auch noch. Also ich meine, bis jetzt hat SpaceX immer bewiesen, dass sie, oder Elon Musk zumindest immer bewiesen, dass er unrealistisch anfängt und dann so schrittweise der Realität Zugeständnisse macht. Und ich bin gespannt, ob das noch kommt.
Ja, also ich denke auch, dass die da noch was in der Hinterhand haben. Also ganz blöd sind die auch nicht. Und die wissen auch schon, dass es sehr riskant ist, das jetzt so darauf zu setzen, dass es alles so funktioniert mit ihrer Big Falcon Rocket. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, vieles davon ist mehr so Politik und irgendwie so Versuchsballons starten lassen, um zu gucken, ob jemand anbeißt und sagt, hey, wir wollen das finanzieren. Weil ich glaube, so richtig gut finanziert ist das alles noch nicht. Auch wenn sie natürlich sehr optimistisch und selbstbewusst da vorgehen. Das hat man dann auch ganz am Ende gemerkt bei der Vorstellung, also bei dieser Präsentation. Ganz am Ende hat er dann noch so seine Vision gezeigt, ja, man könnte damit ja auch auf der Erde von Punkt A nach Punkt B fliegen. Ja, also das ist wirklich Schwachsinn. Also das war wirklich Schwachsinn. Das kann man einfach sich, das geht schon, das ist schon mathematisch völlig klar, dass das nicht in die Größenordnung kommt, was normale Luftfahrt macht, was er hinterher behauptet hat. Totaler Unsinn, muss man einfach sagen. Das auch mit Überschallknallen, die man nicht unterschätzen darf, das hatte dann der Parabolic Arc-Typ gesagt. Und, ja, und also einmal Überschallknall, das ist noch das Wenigste. Das Ding startet und das startet mit einem Schub, der dem Doppelten einer Saturn-5-Rakete entspricht. Und das ist ein bisschen laut. Und man darf nicht vergessen, die Saturn-5 ist das lauteste Geräusch nach einer Atomexplosion gewesen, von Menschen gemacht. Naja, möglicherweise abgesehen von irgendwie der Explosion einer N1. Ja, aber also sagen wir, das lauteste Geräusch, was nicht von einer Explosion verursacht wurde. Ja, so ungefähr, ne? Also so eine startende Saturn 5, da haben auch ein paar Kilometer weiter noch die Fenster gewackelt. Ja, und damit hat sich dann auch der ganze Vorteil von wegen, ja, du brauchst nur noch 50 Minuten oder so, um ans andere Ende der Welt zu kommen. Da könnte es sich so knapp lohnen. Also irgendwie, wenn du wirklich von der einen Seite des Globus zur anderen musst, so maximal weit, so 15.000 Kilometer oder so, da könnte es sich von der Zeit her gerade so ausgehen, dass sich das lohnt. Wird dann ein sehr unangenehmer Flug, weil ziemlich hohe Beschleunigungskräfte und so weiter. Aber da könnte es sich von der Zeit her noch lohnen. Alles, was kürzer ist, musst du halt immer dran denken, du musst erstmal irgendwie weit weg von der Zivilisation, damit du mit dem Ding überhaupt starten kannst, ohne dass dir zu viele Leute aufs Dach steigen wegen dem Lärm. Das Gleiche gilt dann auch für deinen Landeort und du musst sowohl erstmal zu deinem Startort hinkommen, als auch dann von deinem Landeort zu deinem Ziel. Und das wird alles sehr viel länger dauern, als das bei einem normalen Flugzeug oder so der Fall sein wird. Und dann hat sich die ganze Zeitersparnis mehr oder weniger schon erledigt. Dann nimmst du doch lieber irgendwie, was jetzt hier Boom Aerospace angekündigt hat. Die wollen ein Passagierflugzeug im Überschallbereich entwickeln, das dann wieder so schnell ist wie die Concorde. Also so also noch ein kleines Stück schneller, weil muss ja, ne? Weil ansonsten ist es ja dann alt, ne? Also irgendwie so macht 2,2 oder so, ne? Und damit bist du dann immer noch ziemlich schnell. Naja, und vor allem, ich stelle es mir auch vor, also 50 Minuten Flug, aber 5 Stunden vorher musst du da sein. So ungefähr, genau. Ja, und damit hat sich dann halt, ne? Also das ist, also ich weiß nicht, warum er das reingenommen hat, vielleicht war das eine Wette, die er verloren hat, so von wegen, ja, denk dir mal den größten Schwachsinn aus, den du erzählen kannst, ohne dass es die Leute dir nicht mehr glauben. Ja, okay, das kann auch sein, dass er da einfach bloß versucht zu gucken, wie groß ist eigentlich der Hype noch. Das kann ich sogar nachvollziehen, ja, okay, gute Verschwörungstheorie, sehr schön. Nee, also das ist halt wirklich absoluter Unsinn. Noch dazu, du brauchst dann so 500 oder 800 Passagiere oder so, die du da reinpackst. Also erstens willst du nicht, dass so ein Ding dann abstürzt. Zweitens, versuch erstmal so viele Leute an einen Ort zu bekommen, die ganz, ganz dringend jetzt gleich sofort ans andere Ende der Welt müssen. Und zwar alle vom gleichen Ort der Welt an den anderen gleichen Ort der Welt innerhalb von ein paar Stunden, die dann nicht sagen, ja, ich habe auch noch ein paar mehr Stunden Zeit. Ja, das ist,
Also ich glaube, da müssen wir auch nicht viele Worte drüber verlieren, das war Schwachsinn. Oder ist immer noch Schwachsinn. Und dazu kommt dann noch so Treibstoffbedarf. Ne? Ja. Also 1000 Tonnen, so größenordnungsmäßig 1000 Tonnen Methan, 3000 Tonnen flüssiger Sauerstoff. Lassen wir das. Ist auch für die Umwelt dann nicht so geil, oder? Ich meine, Methan? Und auch nicht, nö. Nö, ist es nicht. Also der Goldstandard ist halt immer noch ganz normal mit dem Flugzeug fliegen. Möglichst etwas langsamer als etwas schneller und dann geht das. Ja. Möglichst hoch und möglichst langsam. Ja. Okay, hat er noch was gesagt? Kann ich mich jetzt erinnern, hat er irgendwie konkrete Aussagen zu der Mondkolonie gemacht? Also er hat irgendwie sowas gezeigt, so Mondbasis Alpha. Referenz auf irgendwie einen Science-Fiction-Streifen? Ja, ja, das ist auch so ein, also ich glaube, Mondbasis Alpha ist auch so Kategorie Raumpatrouille Orion. Ja, nur schlimmer, weil da der Mond von der Erde irgendwie weggestoßen wird und es war halt eine Mondstation noch da und die sind jetzt halt auf sich allein gestellt, ohne Erde oder so. Ich glaube, sowas war das. Mondbasis Alpha heißt im Englischen Space 1999, eine britische Science-Fiction Serie. Genau. Lief von 75 bis 77, 48 Episoden, a 50 Minuten. 48 Episoden, das ist ganz schön viel. Ja, Mondbasis Alpha 1. Okay. Gut. Was eventuell noch erwähnenswert wäre, also wie gesagt, das ist so ein Ding. Also die Technik ist prinzipiell machbar. Also ich sehe jetzt ich sehe jetzt bei dem, was Elon Musk vorgestellt hat, an keiner Stelle irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt physikalisch totaler Schwachsinn, das kann nicht funktionieren. Das ist es nicht. Es ist im Wesentlichen halt das Problem, dass die Ingenieursleistung, die dahinter erstmal geleistet werden muss, bevor das Ganze alles funktioniert, dass er die doch sehr unterschätzt. Gerade was Zeitaufwand angeht und wahrscheinlich auch was Geldaufwand angeht. Das ist halt das, was mir, das, was irgendwie mir ein bisschen sehr sauer aufstößt. Ja, ansonsten, wie gesagt, Raptor Engine. Tolles Ding. Ist wahrscheinlich auch von der Technik her sehr viel vernünftiger als das, was Blue Origin gerade macht. Nach dem, was man so lesen konnte, ich habe da auch keine großartigen Insider-Informationen, aber es gab so Spekulationen. Naja, wahrscheinlich ist flüssiger Sauerstoff, also ist Sauerstoff in den Methan reingekommen und hat sich da entzündet und das ganze Ding halt formschön zerlegt. Das ist halt etwas, das beim Raptor-Triebwerk nicht passieren kann. Also Blue Origin, dieses BE4-Triebwerk, was die entwickeln, auch Methan und Sauerstoff, funktioniert halt auf sauerstoffreiche Verbrennung. So heißt, du hast da einen Gasgenerator, wo du halt im Wesentlichen sehr viel Sauerstoff reinpackst und das Ganze mit ein bisschen Methan verbrennst. Und dann hast du ein Abgas, in dem sehr viel Sauerstoff noch drin ist. Mhm. Und damit treibst du dann eine Pumpe an, also eine Turbine an. Und die Turbine treibt eine Pumpe an. Und die Pumpen und die Turbine sind halt über einen Schaft direkt miteinander verbunden. Ja, also einfach über eine Welle, so ein halt Stück Stahl so. Yeah. Also nicht unbedingt Stahl, ich habe keine Ahnung, woraus das ist. Aber ist halt fest verbunden und pumpt das Ganze dann. Das Problem ist, wenn das alles verbunden ist und das dreht sich ja alles, so heißen, das ist nicht starr verbunden, das ist nicht irgendwie verschweißt oder so, das ist nicht dicht. Du machst dazwischen eine Dichtung, aber diese Dichtung, das ist halt das Problem, ne? Diese Dichtung muss dann halt dicht genug sein, dass nach Möglichkeit nichts von dem heißen Sauerstoffabgas in deinen Treibstoff reinkommt, also in deinen Methanstrom, den du gerade pumpst. Mhm. Ja, und das obwohl, und alles, was dazwischen ist, ist halt diese komische Dichtung, weil, mehr ist da halt nicht. Und sobald das passiert, zerlegt sich das Ding.
die Russen haben damit sehr viel Erfahrung und deswegen funktioniert das bei denen. Blue Origin hat damit noch nicht so viel Erfahrung, deswegen fliegen die Dinger ihnen um die Luft, um die Ohren. Ja, SpaceX macht ein etwas anderes Verfahren. Das ist halt dieses Full-Flow-Dingens. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Jedenfalls, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, die machen beides. Du hast ja sowohl die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jede Menge Sauerstoff und packe da ein bisschen Methan rein und verbrenne das dann. Und du hast auch die umgekehrte Möglichkeit. Du nimmst jede Menge Methan, packst da ein bisschen Sauerstoff rein und verbrennst das dann. Ja. Und SpaceX macht beides. Und mit beidem wird jeweils eine Pumpe angetrieben. Und die sind dann natürlich so clever, dass sie sagen, okay, den Gasgenerator, mit dem wir, den wir mit viel Methan betreiben und da nur ein bisschen Sauerstoff reinpacken, der komplett verbrannt wird, na, mit dem pumpen wir natürlich das Methan. No? Dann kommt ein Abgas mit sehr viel Methananteil ins Methan rein, das schadet nicht. Und umgekehrt, der Gasgenerator, der ziemlich viel Sauerstoffabgas hat, im Abgas hat, naja, mit dem pumpt man halt den Sauerstoff. Und wenn dann das Abgas in den Sauerstoff reinkommt, dann ist das auch nicht weiter tragisch. Und ja, hast halt dafür zwei Pumpen. Also zwei Gasgeneratoren, zwei Pumpen, alles beides getrennt. Aber ich glaube, das ist die cleverere Variante. Ja, es gibt da ein sehr schönes Video von Scott Mandy, wo er hat ja so eine Reihe, KSP Doesn't Teach, wo er Sachen erklärt, die bei Kerbal Space Programmen nicht erklärt werden. Ja. Und da hat er auch eine Viertelstunde lang mal was zu Raketentriebwerks Befüllung, also was du jetzt gerade erklärt hast, nochmal ja, genau, ausgeführt, auch mit schönen Grafiken, wo das, was du gerade erklärt hast, im Grunde nochmal aufbearbeitet wird. Das kann man sich bei Bedarf nochmal anschauen, wenn man jetzt hier nicht ganz mitgekommen ist bei deiner Ausführung. Jo. Ohne Bilder ist es ja schwierig, ich gebe mir ja zu. Ja, das alte Podcast-Problem. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt erstmal zu SpaceX. Wir wollen ja nicht wieder zum SpaceX-Podcast zu verkommen. Für den Moment, ja. Für den Moment. jetzt mache ich noch ein bisschen sozusagen Roundup von den anderen IRC-Sachen. Was ich da zum einen habe, ist, dass ja auch Boeing ein Raumfrachter für Menschen baut, nämlich den CST-100 Starliner. Raumfrachter für Menschen, sehr schöner Ausdruck. Ja, ist ja alles im Grunde Humankapital, menschliche Ressourcen, die da transportiert werden. Ja, bei Piloten gibt es immer diesen Spruch, selbstladende Fracht. Selbstladende Fracht, das stimmt. Und der verzögert sich. Da war erst angekündigt, dass noch Ende 2018, nee, noch nicht mal, im August 2018 sollte der erste Flug mit einer Besatzung stattfinden. Sie wollten den Anfang 2018 quasi, sollte der Launch-Abort-Test stattfinden und der erste Leerflug ohne Besatzung. Und ja, dann. Ich glaube, SpaceX wollte jetzt schon den ersten, ja, wahrscheinlich sehr bemannten Flug haben. Ja, und das verschiebt sich jetzt, dass sie jetzt zugegeben haben, gut, das schaffen wir nicht mehr ganz im August, wenn es noch 2018 passiert, dann ganz am Ende, aber je nachdem, wie der Leerflug verläuft, kann es auch sein, dass sie erst 2019 eine Besatzung da reintun. Und sie haben dann auch gefragt, ob, also es ist ja hauptsächlich für das Commercial Crew Entwicklungsprogramm der NASA gedacht, also dass die NASA quasi sich bei anderen Raumfrachtern einbucht und die nicht selber baut. Also Orion wird ja von der NASA gebaut für NASA und Commercial Crew bedeutet dann, dass man sich das quasi den Platz dazu kauft. Aber sie wollen das auch für alle anderen offen machen. Also wenn du da so dein Raumfahrtunternehmen hast und du bildest da deine eigenen Astronauten aus, dann kannst du dir auch einen Platz bei Boeing kaufen. Sie haben das so gesagt, also die hatten dann bei der IRC so einen Simulator von diesem Starliner in der Ausstellungsfläche stehen und der Chris Ferguson, der Direktor des Starliner-Programms, meinte dann, wir würden hier keinen Simulator aufbauen, wenn wir nicht auch noch andere Kunden als die NASA anwerben wollen. Also die sind schon sehr offen damit, dass sie das nicht nur für die NASA machen, sondern auch
für den Rest der Welt. Ja, ist dann halt die Frage, wo wollen die hinfliegen? Wahrscheinlich erstmal zur ISS und dann ja, im nächsten Schritt ISS. Zum Deep Space Gateway. Ja, oder halt eine der kommerziellen Raumstationen, die ja der Bigelow bauen will. Genau, die Kooperation haben sie ja schon angekündigt. Haben sie, okay. Also das ist auch jedenfalls in der Wikipedia, obwohl die Wikipedia musste ich heute wieder ein bisschen Zeit aufwenden, um die zu korrigieren. Weil ich habe gedacht, dann lese ich nochmal die Wikipedia und bin ich extra in einen englischen Artikel gegangen. Und dann waren da auch noch veraltete Daten. Weil die meistens besser sind. Ja, da waren da auch noch veraltete Daten drin und das habe ich jetzt heute Nachmittag mal kurz korrigiert. Okay. Da darf man sich ja nicht zimperlich zeigen. Da muss man einfach beherzende Wikipedia rumkorrigieren. Genau, das war es zu dem CST 100 Starliner. Ich habe irgendwie mal seit Ewigkeiten mal wieder nach meinem Namen gegoogelt. Und da kann man jetzt natürlich, man kann jetzt echt was finden. Es ist schon erstaunlich, ich werde im Wiki-Dictionary teilweise als Quelle aufgeführt. Echt? Also da man liegt? Weltraumbergbau. Ja, genau, Weltraumbergbau. Oh, wow. Irgendwelche Golem-Artikel werden da als Quelle aufgeführt. Da bin ich jetzt schuld, oh mein Gott. Wir hatten nicht da reingeschrieben. Ich weiß nicht. Das habe ich mir beinahe gedacht. Mir ist es halt bloß aufgefallen, weil ich habe mal so geguckt, ja, wo taucht denn jetzt mein Name auf? Das ist ja sehr lustig. Jo. Es gibt auch einen Wiktionary-Artikel zu Pfeiffer, aber da bist du nicht. Genau, kommen wir zurück mal auf den Starliner. Das war das eine Ding, was jetzt angekündigt wurde, beziehungsweise bekannt gegeben wurde beim IRC. Die andere Sache war, dass sich das James Webb Space Teleskop auch verschieben wird auf 2019. Da war ja der Start geplant für Oktober 2018. Ja. Was er dann auch noch der Starttermin hat ja auch noch kollidiert mit dem Bepi Colombo Starttermin. Also hätte ja so oder so verschoben werden müssen, weil ich glaube, so interplanetare Missionen haben dann doch ein bisschen Vorrang. Jo. Und deswegen startet jetzt das James Webb Space Teleskop erst 2019, aber nicht nur wegen dem Starttermin, sondern auch, weil sich die Tests und die Integration der einzelnen Teile nochmal ein bisschen verzögert hat und die NASA hat das dann ganz bewusst entschieden, um das Bodenteam jetzt dann nicht zu sehr zu hetzen, weil der Teufel ist ja ein Eichhörnchen, also man will ja da auch nicht sowas hektisch zusammenbauen, sondern das kontrolliert machen. Genau. Das Ding ist jetzt so teuer geworden. Wie teuer ist es denn jetzt eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich habe so gefühlt 7 Milliarden. Ich glaube, ursprünglich waren es mal 1,3 oder so. 8,7 Milliarden. 8,7, okay. Steht auch das ursprüngliche Budget da? 3,3 Milliarden. 3,3? Ich habe so in Erinnerung noch deutlich niedrigere Werte. Für Bau und 10-jährigen Betrieb waren nach offiziellen Angaben die notwendigen 3,3 Milliarden Euro auf US-amerikanischer Seite gesichert. Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten empfahl die Wissenschaftsausschuss des US-Repräsentantenhauses am 13. Juli 2011, den Bau des Teleskops zu stoppen. Die Baukosten wurden von der NASA zu derzeit auf 8,7 Milliarden Dollar geschätzt. Bis dahin wurden Dezember 2014 erst wieder gesichert. Genau, November 2015 Endfertigung begonnen. Ah, genau, Europa ist mit 300 Millionen Euro beteiligt. Jedenfalls teuer. Ja, jedenfalls sehr teuer. Sehr ernsthaft. Und dann würde ich auch empfehlen, lieber noch ein paar Monate mehr dran zu hängen, anstatt hier irgendwas übers Knie zu brechen. Das wäre, glaube ich, verantwortungsvoll. Genau. Das war einfach nur die ganz kurze Meldung, dass sich da jemand wundert. Erst 2019 bekommen wir das neue James Webb Space Teleskop. Das ist ganz interessant, was der da noch erzählt hat, der da interviewt wurde für Astronomy Now, so rum heißt's. Der meinte, dass nachdem das im Orbit ist, dass es da 300 Einzelschritte braucht, bis das vollkommen ausgefahren ist. Und das hat er verglichen, die Curiosity hat nur 70
Einzelschritte gebraucht, bis das auf dem Mars deployed war. Ja, es ist halt, guck's dir an, ne? Wabenstruktur, um das Ding aufzubauen. Mein Gott. Ja, ja. Also das ist schon ein großes Teil, sehr kompliziertes Teil. Es hat jetzt auch erfolgreich den Test in der kryogenen Vakuumkammer in Houston abgeschlossen. Also den ersten Test, also wo sie den Spiegel da reingepackt haben und dann bei minus 280 Grad und relativem Vakuum, also so gut man das halt erzeugen kann in so einer Kammer, ausgesetzt für ein paar Monate oder ein paar Wochen, jo. Wird er dann von Kourou aus gestartet. Genau. Warum eigentlich? Wieso wird das nicht von USA aus gestartet? NASA wahrscheinlich, dann. Keine Ahnung, haben die eine passende Raketen, sollten sie haben. Ich habe keine Ahnung. Hat das irgendwas mit der Kooperation zu tun, dass da Europa 300 Millionen Euro reingesteckt hat? Mit Sicherheit, also die 300 Millionen, da wird die Hälfte davon einfach der Start sein. Das kann natürlich sein. Ja, ich meine, billiger, ich meine, die hätten ja im Prinzip dann eine Delta-4-Rakete nehmen müssen, Delta-4 Heavy, und die ist deutlich teurer als die Ariane 5. Mhm. Möglicherweise ist es das einfach. Apropos Testkammer. Ja. Kryogene Testkammer und so. Getestet werden soll auch zum zweiten Mal die Saber Engine von wie heißen die jetzt schon wieder? Reaction Engine. Skylon. Also Skylon ist das Ding, was man daraus bauen will. Reaction Engines ist das britische Unternehmen, das dieses Saber-Triebwerk bauen will. Mhm. Zur Erinnerung, wir hatten das irgendwann in Ausgabe 7 oder 8 oder irgend sowas von unserem schönen Podcast schon mal besprochen. Ist jetzt sehr lange her, deswegen haben wir uns gesagt, hey, es gibt wieder mal was zu vermelden und wir reden einfach nochmal drüber. Okay, was ist das Besondere an diesem Saber-Triebwerk? Es geht einfach darum, jedes normale Raketentriebwerk braucht ja einen Brennstoff und einen Oxidator. Also so heißen zum Beispiel Methan und Sauerstoff beim Raptor-Triebwerk. Okay, Saber wird Wasserstoff und Sauerstoff haben. Wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in einem Raketentriebwerk verbrennen will, dann braucht man von der Masse her ungefähr 6-mal so viel Sauerstoff, wie man Wasserstoff braucht. Das ist blöd, so von der Masse her. Und es bietet sich eigentlich an, oder zumindest denkt man sich so, hey, Sauerstoff, davon habe ich schon gehört, das haben wir hier. Es liegt hier so rum. Ja, genau. Warum nimmt man den Sauerstoff nicht aus der Atmosphäre? Und der Punkt ist jetzt, ist schwierig. die Sache mit dem Saber-Triebwerk ist halt, die wollen im Flug die Luft verflüssigen, den Sauerstoff da rausholen und den Sauerstoff in das Triebwerk reinbringen und dann das direkt verbrennen im Triebwerk. Daraus soll dann irgendwann dieses Skylon gebaut werden, was ein Raumschiff ist, das direkt von der Erde aus starten soll und ohne Stufentrennung bis in den Orbit kommt und dann wieder zurück. Soweit der Plan. Dieses Triebwerk existiert so noch nicht. Es werden aber öfters mal einzelne Komponenten getestet. Und vor ein paar Jahren wurde halt schon der Vorkühler getestet. Das ist halt dieses Ding, was letzten Endes die Luft verflüssigen soll. Aber getestet wurde die nicht bei den eigentlichen Bedingungen, die man antreffen wird, während man mit Mach 5 oder so, also mit fünffacher Schallgeschwindigkeit durch die Atmosphäre durchflügt, sondern bei normalen Umgebungsbedingungen, also so 10 Grad oder wie auch immer das Wetter gerade war. Das will man jetzt ändern. Man will das Ganze bei realen Bedingungen so mit 1000 Grad oder so testen. Das wird dann DARPA machen und man kann den Jungs da nur viel Glück wünschen, weil ich finde dieses Teil echt faszinierend, so von der Technik her.
Skylon dagegen finde ich ziemlich bescheuert. Also es ist eine total faszinierende Technik, die keine vernünftige Anwendung hat. So ein bisschen wie der Transrapid. Naja, der ist noch näher dran. An der vernünftigen Technik oder wie? Ja, der vernünftigen Anwendung, der vernünftigen Anwendung. Ich meine, wird immerhin ab und zu benutzt. So in China und so. Mhm. Der Grund ist einfach der. Klar, es klingt erstmal gut. Dieses Ding spart halt praktisch den Sauerstoffanteil für den Flug in der Atmosphäre ein. Das ist auch erstmal eine ganze Menge. Und der Wasserstoff wiegt halt, wie gesagt, ein Sechstel oder ein Siebtel von dem, was der Sauerstoff wiegt oder was der gesamte Treibstoffbedarf ist. Und das ist schon mal eine sehr gehörige Einsparung. Allerdings, man hat jetzt plötzlich eine ganze Menge Gewicht, das man braucht, um halt überhaupt an den Sauerstoff in der Luft ranzukommen. Und dieses ganze Gewicht muss man dann in den Weltraum mitbringen. Und das ist ja dann praktisch die Oberstufe, ne? Also das ganze Ding muss halt in den Weltraum. Und jedes Stück Gewicht, das man da mitnimmt, ist Gewicht, das einem wieder verloren geht bei der Nutzlast. Was ja der ganze Sinn und Zweck der Stufentrennung von Raketen ist, dass man sagt, okay, alles überflüssige Gewicht lassen wir einfach zurück irgendwo an irgendeiner Stelle und fliegen nur mit dem, was minimal nötig ist, um ausreichend Schub und für den Rest Treibstoff, der noch übrig ist, erzeugen zu können. Ja. No? Das ist so der Plan eigentlich. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen hier ein ultrakomplexes System auf, also ein ultrakomplex, naja, jedenfalls sehr komplex, also die Idee ist ja, dass man den Wasserstoff in dem Tank benutzt als Wärmesenke, also als Kühlmittel, um halt diesen Vorkühler zu betreiben, um die Luft zu verflüssigen. Ne? Und dann hat man dazwischen einen Kühlkreislauf aus Helium. Und das Helium transportiert dann praktisch die Wärme von der Luft in den Wasserstofftank und der Wasserstoff, der kalte Wasserstoff, wird dann halt praktisch immer als Kühlmittel benutzt. Mhm. Okay. Das Ganze ist ziemlich komplex, das wird auch einiges wiegen. Auch einiges wiegen wird natürlich der Hitzeschutz. Und du hast einen ziemlich großen Hitzeschutz, weil du brauchst riesengroße Wasserstofftanks. Der Wasserstoff wird halt trotzdem gebraucht, egal was du machst mit deiner verflüssigten Luft. Und diese Wasserstofftanks nehmen den größten Teil des Volumens ein. Der Sauerstoff, der braucht so gut wie gar keinen Platz. Der wiegt eine ganze Menge, aber der braucht keinen Platz im Vergleich zum Wasserstoff. Und im Prinzip fehlt halt alles, also man spart halt an Dingen ein, die nicht so viel bringen am Ende. Klar, man braucht beim Start nicht mehr so viel Schub. Man braucht weniger Schub beim Start. Einfach, weil man halt den ganzen Sauerstoff am Anfang nicht mit anheben muss. Das heißt, man kann auf 2, 3 Triebwerke oder so verzichten. Okay, das ist eine Gewichtseinsparung, die man hat. Aber die wird dann halt im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgewogen durch die Sauerstoffverwertung aus der Luft. Und natürlich durch den Hitzeschutz für den Wiedereintritt. Und dann hast du halt große Flügel, um ausreichend Auftrieb zu haben. Dann hast du so Probleme mit zusätzlichem Luftwiderstand, weil lässt sich nicht vermeiden. Ne? Du musst ja irgendwie die Luft einsaugen. Irgendwie muss die Luft da rein und dann hast du Widerstand. Mhm. No? Also du hast eine ganze Menge kleiner Nachteile, die sich halt so langsam aber sicher aufaddieren. Und irgendwann kommst du dann halt zu dem Schluss, okay, das Ganze wird sich am Ende nicht wirklich lohnen. Aber wieso macht man es dann? Ja, das frage ich mich. Okay. Das ist der Punkt. Also es ist eine coole Technik und also es ist nicht so, dass man damit nicht in den Weltraum kommen könnte oder so. Das ist nicht das, was ich sage. Die Frage ist halt, kann sich das jemals lohnen? Und ich denke nicht.
Ja, also die Maximalgeschwindigkeit, die die dort glauben erreichen zu können, sind sowas wie Mach 5, 5,5 oder was in der Größenordnung. Gucken wir uns SpaceX an. Also selbst wenn die erste Stufe zurückkehrt zum Startplatz zurückkehrt, ist die Stufentrennung bei Mach 6. Also heißen, ist sogar ein kleinen Zahn schneller als das. Und ja, dann wird halt die Oberstufe abgetrennt, die ist auf maximale Effizienz getrimmt und kann dann die Nutzlast in beliebige Orbits ausliefern. Während der Skylon halt praktisch nur in niedrigen Orbit fliegen kann. Alles, was noch höhere Orbits sind, ja, dann wird die Leermasse halt wirklich, also du hast halt die Leermasse, die du dann auch noch mit in den hohen Orbit hochbringen musst. Und die ist zu groß. Also die ist dann einfach so groß, dass dann keine Nutzlast mehr übrig bleibt. Ja. Tjo. Tja, also aber kann man wirklich bloß sagen, geile Technik, aber es lohnt sich nicht so richtig. Was ist denn der aktuelle Entwicklungsstand? Der aktuelle Entwicklungsstand ist halt, wie gesagt, dass man das Ding auf dem Teststand getestet hat bei normalen Umweltbedingungen. Und jetzt will man es bei DARPA mit praktisch 1000 Grad aufgeheizte Luft probieren. Mhm. Warum 1000 Grad aufgeheizte Luft? Also ist das das, was dann reinkommt beim Flug? Genau, ja, weil du hast halt die entsprechende Luftreibung dann am Einlass und das muss dann halt, ja, dann hast du heiße Luft, ne? Du komprimierst die Luft, ja. Wenn du die da irgendwie in deinen Einlass hast, weil du halt einfach durch die Luft durchpflügst, wie sonst was, mit deinen knapp 2 Kilometern oder 1,5 Kilometern pro Sekunde, und dann zwängst du die Luft da halt in deinen komischen Kompressor rein oder in deinen Kühlaggregat rein, wird halt komprimiert, und bei der Komprimierung, da heizt sich die Luft halt sehr kräftig auf. Und von der Temperatur muss dann halt das Ganze runtergekühlt werden auf die nötigen minus 150 Grad oder was das war. Ja, ich glaube minus 150 Grad oder was in der Größenordnung, um den Sauerstoff zu verflüssigen. Und ja, das muss halt erstmal alles klappen. Es sieht so aus, als wären wir in der Lage, sowas zu bauen. Und das finde ich geil. Ja, also technisch gesehen ist es schon gut, aber wie gesagt, Frage ist, ob es sich lohnt. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob es sich lohnt. Also viel mehr würde es sich lohnen, eine zweite Stufe für eine Falcon 9 oder eine ähnliche Rakete zu bauen, die dann halt wiederverwertbar ist. Und dann hast du ein viel kleineres, ist praktisch die gleiche Technik, so insgesamt, ne? Also du brauchst die leichtgewichtigen Wasserstofftanks, du brauchst einen leichtgewichtigen Hitzeschutz, all diese ganzen Probleme, die du mit dem Skylon sowieso hast. Bloß, du kannst das Ganze erstmal machen in einem sehr viel kleineren Maßstab. Und drunter packst du einfach eine Technik, die du schon hast. Entweder eine erste Stufe, von der du sagst, okay, die benutzen wir jetzt zum Testen. Oder du benutzt halt eine erste Stufe, die wiederverwertbar ist, so ähnlich wie halt bei der Falcon 9. Und ja, also wie gesagt, Falcon 9 kann halt ganz locker 100 Tonnen auf Mach 6 beschleunigen und dann zum Startplatz zurückkehren oder halt was sind das, 8500 km/h, also so achtfache Schallgeschwindigkeit oder so, kann das Ding auch erreichen und dann halt im Meer landen. Und wenn man dann eine wiederverwertbare, leichtgewichtige Oberstufe hat, die nicht das Problem hat, dass noch der ganze Wasserstoff für den ersten Teil des Fluges mitgeführt werden muss und nicht die Triebwerke, die man braucht, um das Ganze für den ersten Teil um das Ding überhaupt erstmal anzuheben, braucht und auch nicht die, diese Kühlaggregate braucht. Und da kommen ja noch so Dinge dazu, ne? Also du musst ja auch noch die Destillation machen. Also du musst ja irgendwie den Stickstoff und den Sauerstoff in der Luft noch voneinander trennen, sodass dann im Wesentlichen halt nur noch der Sauerstoff in die Triebwerke kommt. Und alles, was so Kohlendioxid ist und was Wasserdampf ist, was halt genauso in der Luft drinne rumfleucht, das muss halt auch irgendwie raus, weil ansonsten wird das halt fest und verstopft dir deine Leitungen. Und alles so Kram, ne? Mhm, ja. Also ja, sehr komplex. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie funktioniert,
dass man das mit der heutigen Technik machen kann. Aber wieso sollte man sich das antun, das alles reinzustecken in eine Technik, die bis in den Orbit gelangen soll? Das ist einfach nicht nötig. Also es ist viel einfacher, das einfach irgendwo zu sagen, okay, hier trennen wir ab und lassen die zweite Stufe hochfliegen. Das ist viel, viel einfacher, dann praktisch zwei Stufen getrennt voneinander zu haben, die man dann halt getrennt voneinander fliegt und betreibt und wartet und so weiter. Jo. Ja, okay. Dann machen wir mal weiter mit, was nehmen wir denn da? Achso, ja, ich nehme jetzt mal mein großes Thema, da wo ich am meisten zu vorbereitet habe, nämlich GRACE. GRACE ist ein Tandem-Satellitenpaar, was vor 15 Jahren gestartet wurde. Es ist eine Kooperation der NASA und dem vom GZ, wie heißt das? Geologisches Forschung, GFZ, genau, in Potsdam. Genau, die Struktur ist so, dass NASA macht den Funk, JPL, also Jet Propulsion Laboratory, macht, verwaltet das Projekt und das GFZ ist da an der Forschung dran beteiligt. Also einer der Principal Investigators ist da vom GFZ. Und die Frage ist jetzt, was macht GRACE erstmal? Das ist ein Projekt zur Kartografierung der Gravitation der Erde, weil, weiß man ja schon bestimmt, die Gravitation der Erde ist nicht immer überall gleich, sondern verändert sich. Also dadurch, dass irgendwo mehr Masse ist, ist halt auch mehr Gravitation. Also große unterirdische Wasservorkommen haben noch mal mehr Gravitation als andere Sachen. Und ja, gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Genau. Übrigens, ganz extrem ist das beim Mond. Wenn man den Mond sich so anguckt, diese schwarzen Flecken, die der Mond hat, auf unserer Seite, die haben eine deutlich erhöhte Gravitation. Wenn man sich die Rückseite vom Mond anschaut, da hat man diese schwarzen Flecken nicht so sehr und da hat man entsprechend weniger Gravitation. Also das heißt, eine sehr ungleiche Verteilung innerhalb vom Mond. Die ist so ungleich, dass man tatsächlich über die Mondoberfläche gehen kann und man wird auf diesen schwarzen Flecken, wenn man da mitten drauf steht, so mindestens 1% mehr wiegen, als wenn man da nicht drauf steht. Also ist schon echt extrem und deswegen sind auch viele Orbits um den Mond ziemlich instabil. Also es gibt da nur eine kleine Auswahl von Orbits, die halbwegs stabil sind, wo sich das irgendwie alles ausgleicht. Und ja, ansonsten, also wenn man die erwischt, dann kannst du irgendwie so mit 10 Kilometer oder 15 Kilometer über die Mondoberfläche drüber fliegen und das klappt. Was denn der totale Wahnsinn ist, weil du bist halt mit einem Affenzahn unterwegs, weil du hast keine Atmosphäre. Das ist scheißegal, wie tief dein Orbit ist. Ja, ja. Ist halt bloß das Problem, dass es gestört wird und wenn der Orbit dann zu sehr gestört wird, dann fliegst du halt dann irgendwann doch auf deinen Berg irgendwo. Sorry, fiel mir gerade ein. Nee, es ist ja schon richtig. Also die Unterschiede auf der Erde sind ja wesentlich minimaler. Aber nichtsdestotrotz kann man das kartografieren. Das hat jetzt GRACE 15 Jahre lang gemacht. Die fliegen im Abstand von, ich habe es aufgeschrieben, wo steht denn das jetzt? Waren das nicht irgendwie so ein paar hundert Meter? 220 Kilometern. 220 Kilometer, oh, okay, ich habe da ein K vergessen im genau. Kopf. 220 Kilometer voneinander entfernt und haben beide Mikrowellensensoren beziehungsweise Aussender, die dann quasi den Abstand immer super genau voneinander messen und wenn dann quasi der vordere Satellit in ein Schwerefeld gerät, dann wird er ja ein bisschen schneller, weil er quasi ein bisschen nach unten gezogen wird, also beschleunigt und wenn dann quasi der hintere dann nachzieht, dann vergrößert sich ja der Abstand und so kann man das messen. Also zum Beispiel, wenn man über den Mount Everest fliegt, dann kann man das an der Gravitation feststellen. Genau. Und die Mission geht jetzt Ende November zu Ende. Mitte Oktober startet das letzte wissenschaftliche Experiment. Weil sich so langsam aber sicher die Bestandteile verabschieden von den Satelliten. Nee, der Treibstoff geht einfach aus. Treibstoff geht aus, aber ich glaube irgendwie so diverse Instrumente verabschieden sich auch so langsam, also, aber sicher. Also was war, ist, dass sie am 4. September für 4 Tage den Kontakt zum zweiten, also zu GRACE 2 verloren haben, weil eine Energiezelle ausgefallen war.
Und es sind im Missionsverlauf bisher 8 Energiezellen ausgefallen. Aber der Grund, warum sie es jetzt beenden, ist einfach, dass der Treibstoff zu Ende geht und sie sozusagen für noch ein wissenschaftliches Experiment Energie haben, also Treibstoff haben. Und dann müssen sie den halt in einen Orbit schicken, wo sie dann irgendwann verglühen, Anfang 2018. Jo. Und das Problem ist jetzt, dass Grace Follow-On, also die Nachfolgemission, noch nicht bereitsteht. Weil die auch ein bisschen Probleme hatten mit den Batterien, wie sie die halt einbauen, und ging auch darum, den Luftwiderstand zu verringern, weil der halt noch in so einem Abstand, ich glaube irgendwas 150 Kilometer, könnte das sein, 150 Kilometer Orbit? Auf jeden Fall fliegen die sehr niedrig über die Erde, sodass der Luftwiderstand noch eine Rolle spielt, und deswegen hat sich auch der Start von Grace Follow-On jetzt verzögert. Man plant das erste Quartal 2018 mit einer Falcon 9 im Tandem mit 5 Iridium-Satelliten. Und das Startfenster wird sich etwa zwischen Februar und März erstrecken. Das Problem, was daran ist, ist, dass die Wissenschaftler gehofft hatten, dass sie Grace Follow-On noch starten können, während Grace noch Operation also funktioniert, damit sie die Sensoren kalibrieren können. Genau, ja, das ist immer ein Riesenproblem, dass man halt, wenn man von einem Datensatz zum nächsten übergeht, dass man vorzugsweise beide überlappen haben möchte. Genau. Alles andere ist immer wieder, Ja, genau. Und also ich habe gerade mal geguckt, die sind ungefähr 500 Kilometer. Ja, 500 Kilometer, genau. 150 klang jetzt auch nicht richtig. Moment, das ist der derzeitige. Das Grace Follow-On habe ich noch nicht geguckt. Ja, auf jeden Fall. Das Interessante an Grace Follow-On ist, dass die den Abstand nicht mehr mit Mikrowellen messen werden, sondern mit Laserinterferometern. Also das, was jetzt auch benutzt wird, um Gravitationswellen zu erkunden. Also die Technik, die zum Beispiel bei LISA eingesetzt werden soll, die wird jetzt auch bei Grace Follow-On eingesetzt, um den Abstand zwischen den beiden Satelliten zu messen. Ja, ist nicht so, dass man mit den Mikrowellen davor irgendwie was besonders viel anders gemacht hätte. Man hat es halt bloß im anderen Wellenlängenbereich gemacht. Genau. Da möchte ich nochmal ganz kurz auf unser Interview mit Simon Barke vom Kongress von diesem Jahr, also vom letzten Jahr, also 33C3 verweisen. Der hat ja an der Lasertechnik von LISA Pathfinder mitgearbeitet und hat dann auch quasi in dem Interview erzählt, da konnte ich mich noch dran erinnern, dass diese Laserinterferometer auch bei Grace Follow-On zum Einsatz kommen werden. Jo. Ganz lustig. Aber warum auch nicht, wenn man das Zeug schon mal entwickelt hat für LISA und sonst was? Ne? Ist wahrscheinlich nochmal ein Stück genauer. Ja, ich bin gerade, also die sind 137 Meilen voneinander entfernt. Genau. Ach nee, Moment, das ist Grace. Ich bin immer noch, das ist tatsächlich nicht so leicht zu finden, wo Grace Follow-On eigentlich, in welchem Orbit das Ding liegt. Ich glaube, das hat noch keinen Wikipedia-Artikel, Grace Follow-On. Ja, ich bin ja jetzt auch gerade bei DLR und NASA und sonst wo unterwegs. Ich habe nichts gefunden. Ah, hier. Nee, ist der gleiche Orbit. 490 Kilometer. Ja. Sagt das DLR. Sagt das DLR. Wenn wir denen es mal glauben wollen. Ja. Grace wird dann Anfang 2018, so genau kann man das ja nicht sagen, in der Atmosphäre verglühen. Sie gehen davon aus, dass noch Teile auch den Wiedereintritt überstehen und dann irgendwo abstürzen. Aber 2018? Ja. Echt? Dann müssen die aber den Resttreibstoff benutzen, um das Ding abzubremsen. Das ist, glaube ich, der Plan. Ja, okay. So genau stand das jetzt da auch nicht. Also, warte mal kurz, ich schaue nochmal nach. Ich finde das jetzt gerade etwas merkwürdig, weil dann kann das mit der Mission gar nicht so kritisch sein. Grace. Auf der anderen Seite sind die halt in einem Orbit, wo man sagen kann, naja, wird schon irgendwie wieder runterkommen. Also die Satelliten werden Anfang 2018 verglühen. Oh, Moment, die sind hier? Ach nee, das... Das hast du mich aus dem... Jetzt hast du mich verwirrt. Ja, okay, weil die sind eigentlich in einem Orbit, aus dem sie auch von alleine irgendwann wieder runterkommen, aber es braucht dann halt 25 Jahre oder so.
Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die erstmal abgebremst werden müssen, damit sie so schnell wieder runterkommen. Also die haben die jetzt auch schon in einen anderen Orbit gesetzt. Hm. Okay. Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt sehe ich es hier. Im Mai 2017 ist der Orbit schon um 150 Kilometer gesunken gewesen und sinkt jetzt mit 30 Kilometern pro Jahr. Okay, das erklärt sehr vieles. Ja. Also ist lange nicht mehr in dem Orbit, in dem sie mal waren. Ja, ja. Okay, das ist jetzt macht das alles einen Sinn. Sehr schön. ja, man muss ja immer gucken, ob die Welt noch einen Sinn macht, so wie man sich das vorstellt. Ja, die werden jetzt auch noch einen Orbit haben, in dem sie jetzt von Oktober bis November konstant Sonnenlicht haben. Sind ja einen fast polaren Orbit. Ja. Und werden in dieser Zeit auch die letzte wissenschaftliche Mission durchführen und dann zu Ende gehen. Jo. Wo wir gerade beim Thema Wiedereintritt und Stückchen kommen runter waren, willst du jetzt kurz über die Inuit reden? Können wir machen. Habe ich wirklich kurz vor der Sendung erst gesehen und deswegen hat sich die Aufzeichnung dann auch noch ein paar Minuten verzögert. Hätte jetzt niemand mitbekommen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Hätte niemand mitbekommen, ja, aber ich bin ja immer bereit, meine Schandtaten beim Recherchieren. Ja, es hat halt noch eine Weile gebraucht. Ich musste erst mal gucken, okay, was steht denn jetzt genau dahinter? Okay, also die Inuit beschweren sich jedenfalls über den Start von Sentinel-5P soll von Plesetsk aus starten in Russland mit einer Rakot. Die Rakot wird von Eurocot gestartet. Und das ist jetzt eine deutsche Firma und ich bin mir ganz sicher, dass die deutsch ausgesprochen wird. Ja, das ist so ein Kunstwort, das kann man Eurocot nennen. Ja, ist jedenfalls. Ist auch nur bei der ersten Silbe, wenn das O auf der ersten Silbe liegt. Ah, okay. Oh mein Gott, das muss man sich alles merken. Ja, ich kann kein Russisch, das tut mir leid. Ich auch nicht, aber ich habe mir diese eine Regel gemerkt. Jo. Okay, jedenfalls, damit soll das gestartet werden und diese Rakete ist tatsächlich. Stein des Anstoßes. Das ist so eine alte Interkontinentalrakete der Russen, die halt umgebaut wurden und diese Eurocot-Firma ist halt dafür zuständig, diesen Umbau zu machen und wird von denen so betrieben. Das ist so eine deutsch-russische Kooperation. Dürfte auch eine der letzten Raketen von der Sorte sein. Jedenfalls die Inuit, die heißen tatsächlich so. Der Inuit Circumpolar Council hat sich jetzt beschwert über diesen Start, weil die Oberstufe irgendwo ins Meer stürzen wird, ins Nordmeer hinein. Und die Oberstufe wird betrieben mit Hydrazin und die Stickstofftetroxid. Weil das halt normal ist, wenn man eine ehemalige Interkontinentalrakete für sowas benutzt und die Oberstufe das Ding hat glaube ich 4 Stufen, also eine der oberen Stufen stürzt dann halt praktisch ins arktische Meer ab. Und deswegen wollen die das verbieten, weil sie befürchten, dass der Treibstoff, dass die Treibstoffreste das Meer verunreinigen könnten. Im Prinzip könnte man das fast nachvollziehen. Allerdings, erstens, das Ding fliegt mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre und wird zu großen Teilen verglühen. Insbesondere der Tank. Weil die Tanks sind nicht unendlich dick, ist zwar Druck gefördert, aber so viel Druck ist auf den Dingern nicht. Es bleibt von so Treibstofftanks meistens sehr, sehr wenig übrig. Es gibt ein Bild von einem runden Objekt, das mal, ich glaube, in den Arabischen Emiraten irgendwie runtergekommen ist. Das war der Überrest einer Feststoff-Oberstufe.
ein Star 48B, was halt auch so ein rundes Ding ist, aus Titan und muss halt den ganzen Brennkammerdruck von dem Triebwerk aushalten. Das müssen die hier nicht, das ist ein Flüssigtriebwerk. Die halten auch einfach nicht so viel aus. So heißen, es ist mehr als wahrscheinlich, dass von dem Treibstoff absolut nichts am Boden ankommt. Ich weiß nicht, hier hat sich ein Professor gemeldet, der dann gesagt hat, ja, es weiß niemand, was passiert, wenn so etwas abstürzt. Also, wie gesagt, das erste Problem ist, kommt überhaupt irgendetwas von diesem Treibstoff unten an? Wir kennen jetzt natürlich die Bilder von irgendwelchen irgendwelchen Booster-Raketen chinesischer Bauart, die auf irgendwelche Felder von Bauern oder in irgendwelche Wälder abstürzen, in Yunnan oder so. Das kennen wir, aber das sind halt diese Booster, die relativ langsam durch die Luft fliegen und die auch nicht irgendwie, die keine ernsthafte Chance haben zu verglühen und die auch ein ernsthaftes Problem sind. Also wenn die runterkommen, sieht man ja auch, kommt da so eine hübsche orangefarbene Wolke raus von verdampfenden Stickstofftetroxid, dass man echt nicht einatmen will. Das ist halt im Wesentlichen das. Also sowohl das die Stickstofftetroxid, halt das sowieso, das ist ein Oxidator. Wenn das mit irgendwas in Berührung kommt, das oxidiert werden kann, dann oxidiert es das. Und man will einfach nicht, dass das, womit es in Berührung kommt, das Innere der eigenen Lunge ist oder so. Ne? Also es ist irgendwie klar. Der Rest ist dann, naja, alles nur so semi-schlimm. Im Sinne von, das sind halt, also es entsteht dann halt Ozon. Es ist so ein typischer Vorstoff für Ozon, also es entstehen halt Stickoxide, genauso wie von irgendwelchen Autos, die halt irgendwo langfahren und dann, ja, also Stickoxide braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel dazu sagen, was das ist, was das Problem daran ist. Ist ein lokales Problem, also wenn da irgendwie ein Fisch fliegt und Fisch fliegt, sehr schön. Wenn da irgendwie ein Tier gerade in der Nähe ist, wenn sowas runterkommt und ernsthafte Mengen Treibstoff rauskommen, dann wird dieses Tier oder auch der Mensch daran wenig Freude haben und wenn sein muss, auch dran sterben, klar. Aber es ist in der Umwelt nicht sonderlich stabil, auch nicht langfristig. Und man hat halt so es gibt diverse Erfahrungen von Vandenberg Air Force Base, von Kennedy Space Center und so weiter, wo das halt alles untersucht wurde. Es gab da jede Menge Untersuchungen, auch wenn das der Professor, der hier zitiert wurde in diesem Artikel, behauptet, es gäbe da keine Untersuchung und niemand wüsste, was passiert, wenn sowas in die Umwelt kommt. Das ist sehr gut bekannt. Kann man sich auch durchlesen. Das hat dann halt so Halbwertszeiten im Sinne von Tagen bis Monat ungefähr. Halbwertszeit ist in dem Fall weniger, also vom Prinzip her ist es so ähnlich wie bei der Radioaktivität, bloß dass es halt nicht so ganz spontan passiert, sondern ist dann halt abhängig von der Umwelt. Wird teilweise auch einfach abgebaut von irgendwelchen Mikroorganismen, weil, ja, wieso sollten sich Organismen nicht dafür interessieren, irgendwelche Hydrazine abzubauen? Ist am Ende auch nur Chemie. Es darf halt nur nicht zu viel sein. Man will das Ganze nicht essen, man will das Ganze nicht im Trinkwasser unbedingt haben, in zu großen Konzentrationen. Man will es auch nicht intravenös gespritzt bekommen, wie das dann in Tierversuchen gemacht wurde, um zu gucken, was kann das alles tun. Also es gibt da jede Menge Untersuchungen und jede Menge Quellen und wir werden das mit Sicherheit auch verlinken. Ich habe mich da halt echt ein bisschen aufgeregt,
dass sich da jemand hinstellt und sagt, ja, es weiß ja niemand, was da passiert. Es ist allerdings auch so, und sollte auch klar sein, ich finde diesen Treibstoff nicht sonderlich toll. Habe ich, glaube ich, auch noch nie behauptet, dass ich die irgendwie toll finden würde. Und wenn es irgendwie mal eine ernsthafte Möglichkeit gibt, davon abzukommen, dann bin ich da voll dafür. Insbesondere, wenn es um sehr große Mengen geht, die dann auch direkt in die Umwelt reinkommen, die nicht nur in den Oberstufen sind. Also die unteren Stufen sind das größere Problem, gerade wenn ich so an die Proton-Rakete denke. Auch die Rakot, da die unteren Stufen, die erste und die zweite Stufe, die kommen dann halt unten an und da sind dann auch tatsächlich noch die Reste da. Aber das sind halt nicht die Stufen, um die es hier geht. Das geht halt wirklich bloß um das, was dann ins arktische Meer reinkommt und nicht das, was über Russland selbst abstürzt. Die sind das größere Problem. Die bringen auch die größeren Mengen wieder zurück. Also die Restmengen sind meistens sowas wie 0,5% oder so. Ein Teil davon verdampft auf dem Weg runter und wird dann in der Atmosphäre, ja, entweder oxidiert es irgendwas oder es wird halt oxidiert, eins von beiden. Ist jede Menge Sauerstoff zum Oxidieren da, es ist jede Menge Sonnenlicht da, um das, um Reaktionen zu vereinfachen. Ja, teilweise halt mit Entstehung von Ozon und Ähnlichem. Das Ganze ist nicht völlig harmlos, aber es ist auch nicht jetzt im Weltmaßstab irgendwie so, dass jetzt ganz plötzlich Fischschwärme über viele tausend Quadratkilometer aussterben oder so irgendwas. Also es erreicht einfach nicht diese Größenordnungen. Mhm. Ja, also ich fände es toll, wenn man grundsätzlich in den unteren Stufen sowas nicht mehr benutzen würde. Erstens, weil in den unteren Stufen halt mehr davon in die Umwelt direkt reinkommt. Und zweitens, weil die unteren Stufen immer die allergrößten sind, wo die allergrößten Mengen benutzt werden. Und also sowas wie halt Proton-Rakete, auch wie Rokot, die erste und zweite Stufe, das muss halt alles nicht mehr sein. Langer Marsch natürlich auch. Die ersten vier benutzen sowas genauso. Ariane 4 Rakete 1, 2, 3, 4, die haben das alle so benutzt. Die Titan-Raketen haben das alles benutzt. Da kann sich keiner freisprechen hier. Ne? In vielen Fällen wurde das Ganze ersetzt, einfach weil es für Satellitenstarts nicht unbedingt notwendig ist. Es ist halt wirklich so ein typisches militärisches Dingens. In den ersten beiden Stufen, einfach weil es relativ einfach ist, weil es relativ zuverlässig ist, weil es gut lagerbar ist. Aber ich sehe halt nicht den Grund, jetzt zu sagen, ja, wir müssen hier diesen Start von dem Satelliten verhindern. Das ist einfach bloß, das ist wirklich eine ziemlich böse Form von Panikmache, die dort betrieben wird. Zumindest was das Nordpolarmeer angeht. Also würden die irgendwie was sagen, ja, die russische Taiga wird gefährdet. Lokal, mit Sicherheit, ja. Lokal, also an der Stelle, wo das abstürzt, mit Sicherheit wird es da einigen Tieren nicht gut ergehen. Das kann man so festhalten. Mhm. Yeah. Ja, ich glaube, das Problem war ja, dass das dann halt auch einfach in die Nahrungskette kommt. Ja, aber da wird es halt relativ bald abgebaut. Okay. Die biologischen Halbwertszeiten sind halt Tage bis Wochen und da bleibt langfristig einfach nichts übrig. Gerade also das Hydrazin ist noch das Wesentliche. Wie gesagt, Oxidatoren, die oxidieren halt irgendwas und dann war es das halt. Das, was oxidiert wird, wenn das halt so irgendwie ein Stück Lungengewebe ist, dann ist das echt unangenehm. Aber das war es dann halt auch. Da ist dann keine Giftwirkung mehr weiter in dem im weiteren Sinne irgendwie zu befürchten oder sonst irgendwas. Hydrazin ist halt langfristig, wie gesagt, wird langfristig abgebaut. Man sollte jetzt nicht unbedingt gerade einen Fisch, der frisch mit ziemlich viel Hydrazin in Berührung gekommen ist, essen. Ja, weiß man ja auch nicht. Ja. Wie gesagt, ich fand das halt, es ist halt auch leider wieder mal typisch. Natürlich taucht da auch wieder Greenpeace und so weiter mit auf.
Es ist einfach sehr, sehr merkwürdig, dann diese Argumentation, ja, es weiß niemand, was da passiert, es wurde so viel an Untersuchungen durchgeführt. Es ist einfach nur, ja, einfach nur falsch. Also anderswo würde man es Fake News nennen. Ja, ich finde es schade, dass sowas immer noch, ja, es wird halt, ja, wird halt immer noch so benutzt, auf die Art und Weise, dass man da irgendwie die Umweltkarte zieht und sagt, hier glaubt mir, das ist alles ganz furchtbar schlimm und es gibt keine Untersuchungen, obwohl es halt Untersuchungen gibt und man halt durchaus sagen kann, okay, irgendwie das Ökosystem wird nicht als Ganzes bedroht, sondern irgendwie lokal ist ein ernsthaftes Problem, aber es ist nicht irgendwie das ganze Ökosystem, das dort auf riesigen Flächen wegen der einen Raketenoberstufe oder auch ein paar Raketenoberstufen irgendwie gefährdet wäre, das ist totaler Unsinn. Jo. Okay, das ist dein Urteil. Das ist mein Urteil. Wie gesagt, also ich zum 12. Mal, ich finde gerade diese Brennstoffe finde ich nicht toll. Ich finde auch die Feststofftriebwerke nicht toll, weil da kommt genauso viel Scheiße hinten raus. Ne, also es gibt jede Menge Mist, der da gemacht wird und den ich nicht gut finde. So Methan und Sauerstoff oder Wasserstoff und Sauerstoff, auch Kerosin und Sauerstoff, das sind so noch mit die umweltfreundlichsten. Klar, Kerosin hast du da ein bisschen mehr Ruß, da hast du dann mit Sicherheit auch irgendwelche Benzolreste oder sonst irgendwas, was dann tatsächlich langfristig auch da bleiben könnte. Aber das heißt halt überall, wo irgendwo Kerosin oder sonst was verbrannt wird. Mhm. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir mal zu was Erfreulicherem, nämlich Rosetta. Da gab es nochmal sozusagen einen Gruß aus dem Grabe. Denn es wurde das allerletzte Bild von Rosetta gefunden bzw. wiederhergestellt. Denn also es gab ja das offiziell letzte Bild, was sie dann gesendet haben, was ja dann irgendwie auch noch erkannt wurde an dem Tag, als sie die Sonde dann gelandet haben auf dem Kometen, und haben gedacht, okay, das ist jetzt das letzte Bild. Aber dann haben sie irgendwann mal auf den Servern nachgeschaut und gesehen, da liegen noch so 3 Datenpakete rum, wo kommen die denn her? Und das ist nämlich so, jedes Bild von Rosetta wurde in 6 einzelne Datenpakete verpackt und zur Erde geschickt. Und das ist nicht Pixel für Pixel, also dass dann quasi das Bild in 6 Teile aufgeteilt wird und dann so verschickt wird, sondern Ebene für Ebene. Und jede Ebene ist dann nochmal genauer. Dass wenn man halt auch nur ein paar Pakete bekommt, immer noch ein ganzes Bild mitgeschickt bekommt. Ich habe mich immer gefragt, warum man sowas nicht macht. Scheinbar macht man das doch so. Ja. Ich hatte so immer gedacht, bei Videos, man könnte doch mal einen Videocodec machen, der so funktioniert, dass man halt irgendwie so eine Ebene hat, wo man halt so grobe Daten hat, sodass man auf jeden Fall schon mal sieht, was drauf los ist. Und umso mehr Daten noch dazukommen, umso besser aufgelöst und umso schöner wird es dann halt. Ja, das gibt es ja auch schon bei manchen Webstandards, dass das JPEG nicht sich von oben nach unten aufbaut, sondern immer schärfer wird. Okay. Also jetzt bei den Internetleitungen baut sich da eh nichts mehr auf, aber wenn man mal so eine langsame Internetleitung hat, kann man schauen, ob das JPEG sich von oben nach unten aufbaut oder einfach schärfer wird. Ach so, ja, das auf jeden Fall, ja. Nee, ich meinte das halt wirklich so für so als Videocodec. Naja, ja, egal. Kann man bestimmt auch so machen. Nee, ja, auf jeden Fall. Gibt's mit Sicherheit. Ich kenne mich da halt bloß nicht aus und ich habe irgendwie noch nicht die Muße gehabt, mich da mal so komplett reinzusetzen, dass ich das irgendwie rausfinden kann. Auf jeden Fall, war es dann so, dass dadurch, dass es nur sozusagen ein halbes Bild war, die Datenautomatik von dem Computer nicht erkannt hat, dass da noch ein Bild gekommen ist. Also normalerweise so 6 Pakete, da kommt und sagt, ah, hier sind 6 Pakete, schauen wir mal rein, aha, ein Bild, hier, bitteschön. Aber dadurch, dass es nur 3 Pakete waren, wurde das halt nicht mehr getriggert. Und jetzt haben sie quasi diese 3 Pakete von Hand aufgemacht, digital, und das letzte Bild aufbearbeitet, was es halt nicht ganz so scharf ist, wie man es von Rosetta gewohnt ist, weil erstens halt nur 3 von 6 Ebenen mitgeschickt wurden und zweitens ist die Kamera, also die Osiris-Kamera von Rosetta, gar nicht dazu ausgelegt, so nah von Churyumov-Gerasimenko Bilder zu machen.
Ja, klar. Jeder, der fotografiert, der weiß, dass man umso näher man rangehen muss, umso mehr muss man dann den Fokus neu fokussieren und dafür sind die Kameras nicht da. Das Ding ist weitsichtig. Genau, also unter 300 Meter sollte da eigentlich nichts mehr scharf gestellt werden. Aber jetzt kommt nämlich der Hack, den sie gemacht haben, was ich ganz lustig finde. Wenn man die ganzen Farbfilter wegnimmt, die vor die Kamera geschaltet waren, dann ist der neue Fokuspunkt bei 15 Metern. Ah. Und das Bild, was jetzt quasi rekonstruiert wurde, ist zwischen einem Abstand, das konnte man nicht genau so sagen, zwischen 17 und 21 Metern aufgenommen. Ist also nicht super scharf, aber man erkennt schon die einzelnen Steine. Hm. Und wurden die Farbfilter irgendwie dafür weggenommen oder gibt es da einfach bloß einen Aufnahmemodus, der komplett ohne Filter funktioniert? Das weiß ich nicht. Da stand einfach nur, dass sie die Farbfilter weggemacht haben. Ah, okay. Also vielleicht haben sie es ja mit Absicht vorher gemacht. Ich denke schon, dass sie es mit Absicht vorher gemacht haben. Weil die hatten ja auch so Fotos von unter 300 Metern gemacht. Jo. Also es war ja schon geplant. Ja. Und das Bild, was man da sieht, natürlich jetzt in den Show Notes verlinkt, ist etwa 1 auf 1 Meter, sieht man da, was schon ziemlich nah ist. Also ein Ausschnitt von 1 auf 1 Meter ist schon ziemlich nah für so einen Kometen. So ein Quadratmeter, Ja, kann man sich mal was dann den Boden aufzeichnen. Nicht ganz so detailliert ist, wie das, was die Landesonde dann gebracht klar. hat, aber immerhin. Immerhin schon cool, dass sie da noch dieses Bild entdeckt haben und nicht irgendwie, bevor sie den Server irgendwie formatiert haben. Ja. Und das ist doch sehr spannend, was auch für ein Hack angewendet wurde, um die Kamera zum Laufen zu bekommen und wie das so übermittelt wurde. Also, dass man da nochmal ein bisschen was über die ganze Technik von Rosetta gelernt hat. So. Okay. Dann sehe ich, du hast noch ein bisschen was über das russische ISS-Modul. Ja. Was ist das eigentlich für eins? Das ist das irgend so ein kleines Ding, ne? Das ist das NEM-1, was wahrscheinlich dann russisch NEM-1 oder Niem Azim ausgesprochen wird, also 1 auf Russisch, Azim. Sollte ursprünglich 2019 hochgeschickt werden und an die ISS angeschlossen werden. Und das verzögert sich jetzt aus Geldgründen, wie das halt bei den Russen manchmal so ist, auf 2000 oder auch bei den Amerikanern auf 2021. Okay. Ist natürlich. Oh, Moment, das ist ja gar nicht so ein kleines Ding. Nee, das ist schon. Ziemlich groß. Schon geil. Hey, ich hatte keine Ahnung, dass sowas noch geplant ist. Hey. Ja, das ist natürlich auch, was dann, wir sind wieder auf Russian Space Web vom Anatoly Zak und er hat das auch auf Facebook verlinkt, wo ich es dann gesehen habe. Und da kamen auch gleich Kommentare: 2021 noch ein neues Modul ran und dann 2020 verlaufen ja die Verträge aus. 2022. Ja, ja. Also das sieht wirklich so aus wie ein Teil von diesen alten Plänen, die immer wieder auftauchen, dass man halt, wenn der ISS-Vertrag so ausläuft, dass man dann die russischen Module abkoppelt und den russischen Teil der Raumstation sozusagen weiterfliegen lässt und dann schnell noch ein Modul ranpackt, das dann irgendwie nötig ist. Ne? Irgendwie so ein bisschen wirkt es so. Ja. Aber was der Anatoly dann auch geschrieben hat, ist, dass es auch wahrscheinlich ist, dass die Verträge nochmal bis 2028 verlängert werden. Ja. Also ich denke auch, dass dann die meisten Leute davon ausgehen, auch wenn sie sagen, ja, es ist alles noch unsicher. Ist es ja auch, weil die Verträge sind noch nicht unterzeichnet. Aber ich bin echt... Ja, also so einzelne Luftschleusen oder sowas, so kleine Module hatte man ja öfters mal, dass die noch nachgebracht wurden, aber dass man so ein großes Ding noch hat. Ja, das war mir einfach nicht bewusst. Ja, es gibt auch natürlich Pläne, dass man den russischen Teil der ISS, wenn die Verträge auslaufen, einfach abkoppelt und als Startpunkt für eine eigene russische Raumstation benutzt. Ja. Das ist auch natürlich auch alles möglich, aber das verschiebt sich ja jetzt eh alles. Also das Niem Azim, um gleich mal die russischen Begriff hier einzufügen, verschiebt sich von 2019 auf 2021.
Ja. Bleiben wir doch bei Roskosmos. Bei Raumstation. Die sind immer noch dabei, Module für Raumstationen zu bauen. Und das will sich jetzt auch die NASA zunutze machen, genau. Genau, die NASA will ja ihr Deep Space Gateway bauen, sozusagen eine ISS 2.0 im cislunaren Orbit. Ja, das hatten wir in der letzten Ausgabe mal kurz diskutiert. Bisschen falsch gewesen. Du meintest ja, dass das so in einen Orbit, irgendwie einen lang elliptischen Orbit mit der Erde und so. Nee, ist nicht. Sondern? Es gibt tatsächlich so Pläne, irgendwie einen lang elliptischen Orbit, der dann aber wirklich bloß um den Mond ringsrum ist. Aber das ist nicht der eigentliche Plan. Der primäre Plan sozusagen ist tatsächlich hinten im Lagrange-Punkt, Lagrange 2. Also hinter Mond das Ganze zu parken. So in 400.000 Kilometern Entfernung von der Erde. Was total praktisch ist, weil damit wäre das so der Punkt, der weiteste Punkt, von dem sich Menschen jemals von der Erde entfernt haben. Zwar nur knapp, aber immerhin. Nee, Moment. Wo hast du das gelesen? Das ist so der Plan. Das ist auf jeden Fall der Plan. Musst du notfalls bei mir im Artikel nachgucken, was ich da verlinkt habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Das ist jetzt eine Weile her, dass ich das Ding geschrieben hatte. Also dann, die packen das halt hinter Mond dann. Das ist dann NASA und Roskosmos, gemeinsam stolpern sie zum Mond. Aber ist das nicht, wäre das nicht ein translunarer Orbit hinter Mond? Dieses Hintermond, das ist immer noch, zählt immer noch zu cislunar. Ist so ungefähr noch in der Nähe vom Mond. Okay, gut, auf jeden und Fall. Weiter weg. Also hat noch was mit dem Mond zu tun, ne? Ist ja auf die Gravitation des Mondes angewiesen, um nicht wegzufliegen. Von daher zählt es wohl noch zu cislunar. Das werde ich nochmal nachprüfen, da glaube ich dir jetzt nicht ganz. auf jeden Fall haben wir ja schon letztes Mal angesprochen, da waren ja schon so Sachen geleakt worden, auch wieder vom Anatoly Zak aufgeschrieben, und dass die NASA mit Roskosmos kooperieren will und dass sie den Vertrag auf dem IRC in Adelaide unterzeichnet haben, das ist jetzt passiert. Aber was jetzt bekannter ist, ist, dass das Wording von diesem Vertrag ziemlich schwammig ist. Also es geht jetzt, dieser Vertrag beinhaltet nur, dass sie gemeinsam mit den anderen ISS-Partnern Pläne für ein solches Deep Space Gateway untersuchen wollen. Aber es ist noch kein Vertrag darüber, dass sie das tatsächlich bauen wollen. Sondern es geht jetzt hier nur um Erforschung verschiedener Pläne. Ja, also ja, im Prinzip untersuchen sie es halt nur, wie das funktionieren kann und wie man zusammenarbeiten kann. Aber es macht jedenfalls Sinn, das zu machen, ne? Und passt natürlich auch alles sehr gut zu den Plänen, die wir ja, wer sich zurückerinnert an unser Interview mit Jan Werner, wie die ESA sich halt dieses Moon Village vorstellt. Ne, weil die ESA will da genauso einen Anteil mit dran haben. Die Amerikaner machen mit, die Russen machen mit. Die Japaner haben gesagt, hey, wir haben doch hier so einen tollen Weltraumfrachter für die ISS. Den können wir natürlich auch umbauen, sodass das Ding auch bis zum Mond fliegen kann. Und dann sind halt praktisch wieder alle in einem Boot. Ne? Tatsächlich ist es so, dass diese Raumstation im Mondorbit, beziehungsweise halt hinterm Mond, seit einer halben Ewigkeit diskutiert wurden, seit 2007. Und 2007 gab es eine International Space Exploration Coordination Group und 2009 dann eine International Expert Working Group, die sich halt mit so Zeugs auseinandergesetzt hat, was man nach der ISS so noch alles machen könnte. Und da waren dann halt so im Wesentlichen die Unternehmen haben sich da zusammengesetzt, die das gebaut haben. Also Energia, Mitsubishi, Astrium, Thales Alenia, kanadische MDA, Boeing, Lockheed Martin, also so eine Leute, ne? Die haben sich halt dann irgendwann zusammengesetzt und gesagt, Mensch, was könnte man denn noch alles an neuen Raumstationen bauen? Und was könnte man nicht irgendwelchen Weltraumorganisationen noch schmackhaft machen? Und damit man halt auch weiterhin Geld ausgeben kann, ne? Und
so hat sich das dann halt entwickelt. Also das ganze Konzept ist nicht sonderlich neu, wird seit 10 Jahren mehr oder weniger drüber diskutiert. Der Name hat sich immer mal wieder geändert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß das Ding, Deep Space Habitat oder irgend sowas. Ne? Mhm. Wurde Habitat mehrfach for Humanity. Geändert. Ja, und jetzt heißt es halt Deep Space Gateway, das Tor zum tiefen Weltraum. Finde ich, also politisch ist das ein Meisterwerk, der Name. Wie gesagt, lässt alles offen. Ne? Du kannst von dem Ding aus zum Mond zurückfliegen, du kannst von dem Ding aus irgendwie zum Asteroiden fliegen, du kannst von dem Ding aus irgendwie zum Mars fliegen. Du kannst sogar sagen, wenn de, ja, wir fliegen nicht von dort aus dahin, aber wir können dort schon mal alles testen. Also es ist völlig egal, was für einen Plan du hast. Du kannst immer sagen, ja, dieses Ding ist für unsere Pläne total wichtig. Ich finde das super. Das ist, glaube ich, aber auch der einzige Weg, wie man so eine Kooperation irgendwie zustande kriegt. Ja. Tja. Wer übrigens nicht dabei ist, ist dir aufgefallen? China. Richtig. China macht nämlich ihr eigenes Ding. Die machen ihr eigenes Ding, die wollen auch irgendwann wieder auf dem, die wollen halt irgendwann auch auf dem Mond landen und es gibt so Pläne, die so auf die frühen 30er Jahre hinauslaufen, also so 15 Jahre von, also in 15 Jahren oder so die Größenordnung. Setzt natürlich voraus, dass die Chinesen erstmal ihre derzeitigen Probleme in den Griff kriegen. Also wir erinnern uns so lange Mars 5-Rakete und wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die um ein Jahr verschoben wurden, jetzt die nächsten Mondmissionen. Auch der Aufbau der Raumstation Tiangong 3 wird auch um ein Jahr verschoben, halt alles, weil die lange Mars 5-Rakete eine Fehlfunktion hatte beim letzten Start. Ja, das hatten wir ja. Wir berichteten. Wir berichteten. Und ja, das schiebt sich dann etwas hinaus. Ist natürlich extrem schade, dass jetzt beim Deep Space Gateway schon wieder irgendwie die Chinesen außen vor bleiben. Vielleicht kommen sie ja doch noch rein. Ich würde mich dann echt drüber freuen, dass man dann irgendwie vernünftig geworden ist, vorausgesetzt, dass man mal vernünftig wird. Vielleicht wird auch passieren, dass die mit dem Deep Space Gateway hinkommen und die Chinesen sind schon da. Tja, das ist so wie bei Bigelow, dem seinen komischen Comic da. Ja. Über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich setze da mein Vertrauen auf die Chinesen, als eher auf die internationalen keine Geldhaber. Es gibt ja deswegen habe ich ja auch als Überschrift gewählt, gemeinsam stolpern sie zum Mond. Ja. Ich hatte so das Bild im Kopf von irgendwie zwei Besoffenen, die sich gegeneinander lehnen und dadurch etwas weniger, weißt du, die so sich gegenseitig stabilisieren, weil sie selber nicht mehr so richtig gut gerade auslaufen können. Ja, die dümmsten dann, Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Ja, so gemeinsam stolpern, so dann gemeinsam besoffen vorwärts stolpern. Ungefähr so koordiniert kommt das einem auch alles vor, was die Amerikaner, Russen und Europäer zusammen machen derzeit. Ja. Es ist schon, ja. Also man kann manchmal ein bisschen nachvollziehen, warum die Amerikaner, warum dieser Spruch von Trump, Make America Great Again, warum der so verfangen hat, weil es ist halt ein echt trauriges Bild an manchen Stellen. Was aber nicht nur in Amerika, sondern was auch die Europäer so abgeben. Also was die, nicht was die Technik und so weiter angeht, sondern einfach was die Koordination untereinander, was die Bereitschaft angeht, irgendwie Projekte durchzuziehen. Ich meine, ich bin hier in Berlin, wir haben hier seit diversen Jahren einen Flughafen, der rumsteht und nicht benutzt wird. Das ist nur eines von vielen, vielen Projekten, die irgendwie gar nicht aus der Knete kommen, was man früher doch deutlich effizienter über die Bühne gebracht hätte. Ja. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht, da brauchen wir jetzt keine Illusionen zu machen. Irgendwie ist echt ernsthaft der Wurm drin in der Politik derzeit. Das stimmt. Ne? Tja. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwie Donald Trump daran irgendwas ändern könnte.
das ist einfach bloß, warum dieser Spruch so gut angekommen ist, ne? Mhm, ja. Ja, also Deep Space Gateway, man weiß es nicht. Genau. Aber was man ja, weiß. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen erkältet, also allzu viele Themen werde ich heute nicht mehr abarbeiten. Deswegen mache ich jetzt mein Thema noch. Mein letztes, was ich auf der Liste habe. Also ein kurzes mache ich noch kurz. Ah ja, gut. Das ist nämlich der Sputnik. Ja, mach den Sputnik. Den wollte ich noch kurz verweisen. Zwischendurch war 60 Jahre Sputnik. Wann war das? 4. Oktober, ne? 4. Oktober 1957. 57, ja, das ist Schwachsinn. 57, ja, ja, 60 Jahre Sputnik, ne? 60 da war ist er gar gestartet. Der kleine Piep, Piep, Piep. Noch nicht mal. Ja, damals halt in alter Tradition natürlich mit einer Interkontinentalrakete, die selbstverständlich ohne Atombombe an der Spitze geflogen ist, was halt der Vorläufer der bis heute fliegenden Sojus-Rakete war. Und der Scott Manley hat dazu ein wunderschönes Video gemacht, das ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann, der sämtlichste Variationen dieses Themas der R7 beziehungsweise halt dann Sojus-Rakete später mal anschauen will. Also er hat dort alle verwurstet und geht dann auch auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten ein. Guckt es euch mal an, ich fand's gut. Ja, also Scott Manley kann man immer empfehlen. Ja. Ist ja auch interessant, welche Leute dann behaupten, Sputnik im Orbit gesehen zu haben. Ja, also meine Mutter behauptet das auch, beziehungsweise es wurde halt ihr gesagt so, ne? Aber es war dann, also was man dann gesehen hat, waren dann die Bus, ja, die Oberstufen. Die, aber nicht die letzte Raketenstufe, ja. Weil der Sputnik selber ist natürlich zu klein. Ja. Es gibt dann auch die Geschichte von Little Richard. Kennst du die? Little Richard ist einer der Begründer des Rock'n'Rolls oder einer der ersten, der Rock'n'Roll gemacht hat. Und okay. Der hat bei einem Konzert am 4. Oktober 1957 in Australien will er auch Sputnik gesehen haben als Feuerball, der zum Himmel aufsteigt und sah das als, okay, Zeichen, das nicht? Als Zeichen Gottes, sich zu bekehren und wurde dann Mormone. In Australien? In Australien. Wenn es jetzt wenigstens in der Wüste von Utah gewesen wäre. Nein. Na gut. Also die Geschichte gibt es auch noch. es gibt ja noch den Mythos des sogenannten Sputnik-Schocks, den es ja auch nicht wirklich so gegeben hat. Also dass alle Leute so geschockt waren, dass die Russen können jetzt Interkontinentalraketen starten. Ja, man konnte halt erstmal nicht mehr verheimlichen, dass die Russen irgendwas können. Genau. Das ging dann nicht mehr an der Stelle. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest für einige Leute etwas unbequem war. Und naja, es wurden dann halt auch irgendwie jede Menge Forschungsprogramme und es wurde jede Menge Geld locker gemacht. Das schon, aber dieser Mythos, dass es einen weitreichenden Sputnik-Schock in der Gesellschaft, in der westlichen gegeben hat, das stimmt so nicht. Das wurde erst im Nachhinein so erfunden. Ja. Ja, klar. Wahrscheinlich. Wirklich. Habe ich nicht untersucht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das, wie es halt meistens so ist. Also ja, gab es eine Folge es entspricht von meiner Explikator, verlinke ich auch noch. Ah, okay. Es entspricht jedenfalls so meiner üblichen Erfahrung der menschlichen Gesellschaft, dass das alles meistens weniger geschockt aufgenommen wird und dafür sehr geschockt von irgendwelchen Medienleuten diskutiert wird. Ah ja, übrigens, der Sputnik, so wie er war, war natürlich nicht so geplant. Also, das heißt ja natürlich, eigentlich wollten die einen ordentlichen, eine Tonne schweren Satelliten starten, der jede Menge Messinstrumente hatte und der wurde dann auch noch gestartet und zwar als Sputnik 3. Aber der war zu dem Zeitpunkt noch nicht völlig fertig und bevor sie sich dann die Blöße geben, einen Satelliten zu starten, bei dem man nicht hundertprozentig weiß, ob der Start klappt und der dann nicht ordentlich funktioniert, hat man gesagt, ja, man baut erstmal irgendwie so einen kleinen Probekörper halt, der 40 Kilo wiegt und ja, Batteriebetrieb dann halt einfach bloß ein bisschen piep, piep, piep macht. Hat ja auch funktioniert. Wir haben uns alle lieb. Genau. Es gab auch irgendein Projekt, das hatte ich mal vertwittert, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wiederfinde, wo jemand versucht hat, aus den
veröffentlichten Bauplänen des Sputniks, das halt neu zu bauen. Und ja, hat dann auch einen kleinen Fehler in den Schaltplänen gefunden und alles sowas. Ja. Es gab auch vom der Dutch Space Guy, glaube ich, heißt er. Ja, der es kann sein, dass der das vertritt hat. Der hat auf jeden Fall jetzt am 4. Oktober nochmal auf dem Steckboard die Schaltung von Sputnik nachgebaut, so als Hobby. Ja, genau das, das meinte ich. Und es gab dann noch mehrere andere Leute, die das auch gemacht haben. Ja. Ja. Und fand ich sehr nett. Ja, Sputnik ist ja eine tolle Geschichte. Also vor 60 Jahren begann das Weltraumzeitalter. Das internationale geografische Jahr oder sowas? Geophysische, glaube ich. Geophysische, okay. Irgendwie dazu hatten ja irgendwie alle Leute dazu aufgerufen. Ja, genau, deswegen war das auch kein so ein Schock, weil das ja mit Ansage war. So, wir machen das jetzt. Ja, aber der Schock war wahrscheinlich, dass die Amerikaner das selber nicht hingekriegt haben. Ja, genau, das. Also mit ihrem, was war das, Explorer 1 oder so? Ja, Explorer 1. Ja, was war das für eine Rakete? Das war keine Scout-Rakete, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Ding. Vanguard hieß das Ding. Ja, Vanguard. Also es gibt ja das Anthropozän, was ja was mit der ersten Atombombe begonnen hat. Und wie nennen wir das dann? Das Weltraumzeitalter, das Kosmozän? Tja, keine Ahnung. Na, vom Sputnik selbst ist ja nichts mehr übrig, ne? Ja, aber vom ganzen Rest. Jo. Ja, gut. Vom ganzen Rest. Ich weiß nicht, was war denn jetzt das Älteste? Ich glaube, das könnte sogar Explorer 1 sein, dass das der Älteste ist. Können wir googeln. Oldest piece of space debris. Wird doch bestimmt irgendwo aufgelistet. Ja, der ist... Ah nee, Explorer 1 war der erste erfolgreiche Start der Amerikaner. Genau. Mit einer Juno 1-Rakete, die natürlich von Braun entworfen wurde und der damals schon gesagt hat, hey, überlasst uns das, wir haben eine Rakete, die funktioniert. Übrigens erwiesenermaßen funktionierte, weil die wurden praktisch dazu gezwungen, dass die ihre Raketentests mit der Juno-Rakete auf keinen Fall so durchführen dürfen, dass da aus Versehens ein Orbit rauskommen darf. Also da wurde denen wirklich klare Vorgaben gemacht, du bist Deutscher, deine Raketen dürfen keinen Orbit machen, das müssen zuerst die Amerikaner machen. Dann hat man irgendwann gesagt, als dann die Vanguard-Rakete live im Fernsehen explodiert ist, was natürlich... Das muss wirklich so peinlich, also hochnotpeinlich bis zum geht nicht mehr gewesen sein. Da hat man dann gesagt, okay, dann soll er es halt machen. Tja. Bis dahin durften die Deutschen nur Waffen bauen. Ich habe herausgefunden, was das älteste Stück Weltraumschrott ist. Und das ist tatsächlich Vanguard 1. Was seit 1958 dort rumhängt. Okay, Schluss jetzt hier. Vanguard, Disambiguation. Jetzt will ich hier wissen, welche Rakete das ist. Aircraft Base, Vanguard Rocket, Vanguard 1. Also Vanguard 1 war ein Satellit. Ja, okay. Der vierte. Ja, und die Rakete gab es auch noch, okay. Ja, genau, eine Vanguard TV-4. Genau, es gab Sputnik 1. Das Lustige ist, Explorer ist ja noch nicht mal der zweite Satellit im Orbit. Explorer 1. Weil nee, Sputnik 2 war der zweite Satellit im Orbit. Ja. Weil die hatten da eine ganz schöne Schlagzahl. Mit Laika, dem ersten Hund im Weltall. Bei Sputnik 2? Sputnik 2 war das. Das bezweifle ich stark. Doch, tatsächlich, du hast recht. Ja, ne? Ja, und das wurde gestartet am 3. November 1957. Nämlich zu welchem Datum? Keine Ahnung. Irgendwie Stalins Geburtstag. 50 Jahre Oktoberrevolution. Okay. 40 Jahre Oktoberrevolution. Ja. Weil dieses Jahr ist ja welches Jubiläum?
Oh, frag mich nicht. Es gibt Leute, die können auch Quantendaten extrapolieren. Ach so, Moment. Natürlich, ich gucke ja immer hier den Ersten Weltkrieg. Demnächst kommt jetzt die Oktoberrevolution. Im November. Von Indy Neidell präsentiert. Stimmt, also, ja. YouTube, The Great War. Wie heißt das Ding? Ja, das heißt ja. The Great War einfach bloß. Ich gucke das seit mindestens 2015. Hab noch keine Folge verpasst. Die liefern praktisch jede Woche so den Kriegsbericht mit 100 Jahren Verzögerung. Und sagen halt, was so in der Woche alles passiert ist. Naja, Sputnik, das war das Thema. Jetzt kommen wir zu Beam. Beam me up, Scotty. Nämlich Beam von Bigelow Aerospace, das ja seit 1,5 Jahren als Testobjekt an der ISS hängt und sich ganz gut macht dort, denn man will das, man will den nach kleineren Aufblasschwierigkeiten. Ja, aber es ist jetzt aufgeblasen, beziehungsweise darf er nicht aufblasen sagen, es wurde ausgefahren. Don't call it aufblasen. Ja, ja. Man erweitert es ja nicht dadurch, dass man den Luftdruck in der Kapsel drin erhöht, sondern man hat es ja ausgefahren. Ja, mit Hilfe von Luftdruck. Egal. Ja, aber wir haben schon gesagt, man darf, don't call it blow up. Ja, ja. Ja. Das war ja ursprünglich eine 2-jährige Mission, davon sind jetzt 1,5 Jahre vergangen. Und die NASA hat hat angekündigt, dass sie überlegen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird, dass sie Ende des Jahres die Mission nochmal um 3 Jahre verlängern werden. Mit 2 Optionen, das nochmal um 1 Jahr zu verlängern. Und das bedeutet, dass Beam uns auch ein bisschen erhalten bleiben wird. Und dass es jetzt auch tatsächlich genutzt wird. Also man hat Beam in der Zeit, in den letzten 1,5 Jahren, 14 Mal betreten. Die haben da Strahlenmessungen gemacht, haben so passive Strahlenmesser in dem Teil aufgehangen. Und es scheint auch sehr strahlendicht zu sein und auch sonst sehr dicht zu sein. Und es tut, was es soll. Es tut, was es soll. Auch ganz interessant, was das für ein Packvolumen hat. Weil sie haben es angegeben, man kann in diesem Beam zwischen 109 und 130 Transporttaschen verstauen. Das ist. Also ich denke, dass diese Transporttasche irgendwie so ein Standardmaß sein wird. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, das ist so. Das ist ja das Ding, das ist was. Das ist so, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn ich irgendwelche amerikanischen Einheiten gehört habe. Ja, so Fuß auf die Hüfte oder so. Bis ich die so oft gehört habe, dass ich es dann irgendwann heutzutage auch umrechnen kann. Ah, ja, warte mal hier. Das Volumen jeder Cargo Transfer Bag ist 0,5 Kubikmeter. Also kann man es hochrechnen. Steht alles drin. Also etwas mehr als 50 Kubikmeter Stauraum. Das ist doch sehr spannend. Das ist sehr merkwürdig. Nee. Und mal 2 Kubikfuß, naja doch. Ist das Ding so groß? Ja doch. Also da kannst du dich ja. Ja, doch, klar. Es sind ja ein paar Meter. Ich müsste mal gucken. Naja, egal. Nicht jetzt. Irgendwie, ich bin nicht mehr ganz fit. Ja, also das war jetzt noch eine kleine Meldung zum Abschluss. Genau. Dass das jetzt verlängert wird, um nochmal 3 Jahre, also insgesamt dann mindestens 5 Jahre an der ISS sein wird und bis dahin wird Bigelow auch irgendwie was Neues gebaut haben. Jo, ja, also tut mir leid, ich bin wirklich jetzt irgendwie jetzt ein bisschen am Ende angekommen für mich heute. Ja, deswegen machen wir jetzt auch jetzt ganz schnell noch die Raketenvorhersage und dann machen wir den Laden zu. Ah, apropos, Atlas 5. Mit NROL 52 wurde jetzt irgendwie einmal wegen Wetter abgeblasen und dann war irgendein Teil defekt und musste nochmal ausgetauscht werden. Ja, die hatten dann nicht so wirklich viel mit Glück. Ich schaue gerade, ist jetzt noch, hat kein Neustartdatum bekommen. Hat noch nicht mal ein Neustartdatum. Also hier steht bei Spaceflight Now steht noch TBD. To be disclosed. Jo. Okay. Also, der nächste Start. Ich hatte es halt nur mitgekriegt, dass da mehrfach, ich hatte es halt auf Twitter mehr oder weniger. Ja, ich auch. Aber jetzt wird es sehr spannend. Montag, 9. Oktober, 3 Raketenstarts. Nämlich
Der erste, 9. Oktober, 6 Uhr, nee, sind wir schon wieder auf Winterzeit? Ich weiß gar nicht, wann wird denn die Winterzeit umgestellt? Oh, die große Frage ist, wann wird die Winterzeit in den USA umgestellt? Bei uns ist es, glaube ich, das letzte Wochenende. Nee, nicht Winterzeit, USA. Es geht jetzt hier, ich bin auf Greenwich Meridian Time. Wir sind noch in Sommerzeit, also erst Ende Oktober. Also noch zwei Stunden. Es war, glaube ich, das letzte Oktoberwochenende oder so immer. Also noch zwei Stunden Zeitverschiebung, darauf will ich hinaus. Genau. Also dann morgen 6.10 Uhr, 9. Oktober, eine lange Marsch 2D mit dem, es ist der romulanische Satellit, Venezuelan Remote Sensing Satellite. Ja. Also auch wenn auf der Erde in Venezuela echt alles drunter und drüber geht, es soll dann im Orbit irgendwie im Weltraum etwas geordneter zugehen. Genau. Hoffentlich. Genau, verschoben vom 6. September. Jo. Um 14.37 Uhr startet eine Falcon 9 mit Iridium Next 21 bis 30 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. So, und wer dann vom Sekt noch nicht betäubt ist, kann dann um Mitternacht noch den Start des Michibiki 4 Navigationssatelliten von Japan, Tanegashima, aus starten sehen. Die südlichste, eine der südlicheren Inseln von Japan, eine kleine südlich von der südlichen Insel Kyushu, glaube ich. Genau, dann haben wir am 11. Oktober unseren nächsten Falcon 9 Start, diesmal mit SES 11 und EchoStar 105, ungefähr im Zeitraum, ist dann schon der 12. Oktober, nämlich ungefähr im Zeitraum von 10 vor 1 bis 10 vor 3 nachts, ja, vom Kennedy Space Center in Florida. Ja, einer der Gründe für die erhebliche Verzögerung des Atlas V Starts ist natürlich, dass die Vandenberg Air Force Base von dem Iridium-Satellitenstart dann erstmal belegt sein wird. Weil die starten auch von dort und dann kann halt die Atlas. Ja, stimmt. Ja. Ach nee, warte mal, das ist Cape Canaveral. Sorry, dann habe ich das Aber da startet nee, ja auch demnächst eine Falcon 9. Ja, nee, ich dachte, die Atlas V würde von Vandenberg aus starten. Ich war irgendwie. Verschiedene Start Launchpad. Also. Ich war geografisch verwirrt. Du warst am falschen Ende der USA, sagen wir es so. Genau. Dann, 12. Oktober. Bitte reichlich für Sekt, bitte sehr viel Sekt bereitstellen für die ganzen Starts. 12. Oktober, Soyuz, Progress Transporter 68P zur Internationalen Raumstation, wohin auch sonst. So viele Ziele haben wir ja derzeit nicht. Dann der schon angesprochene Start, der Rakot mit Sentinel 5P. Ach ja, Der Progress startet um halb zwölf mitteleuropäischer Zeit am 12. Oktober. Und die Rakot, insofern sich die Inuit nicht durchsetzen und den Start verbieten, genauso halb zwölf, also 11.27 Uhr am 13. Oktober und 11.32 Uhr am 12. Oktober die Start. Genau, der Sentinel 5P-Start wird wieder mit so einem Social-Media-Event diesmal im Aztec in den Niederlanden begleitet. Sind wir diesmal nicht dabei, weil das jetzt terminlich nicht geklappt hat. Genau, auch geografisch weniger verwirrt als vielmehr schwierig. Ja, dann 17. Oktober. Eine Minotaur, ja. Willst du oder soll ich? Wir müssen uns jetzt entscheiden, wer das vorliest. Du sagst, was es ist, ich sag dann noch was dazu. Okay, eine Minotaur C mit SkySat am 17. Oktober um 23.37 Uhr von der Vandenberg Air Force Base. So, das ist jetzt wieder die ultimative Referenz an die letzte Folge. Das ist nämlich der erste Start, den Planet Labs dezidiert mit einer einzigen Rakete nicht irgendwie als Passagier oder so, sondern als der Hauptkunde durchführt.
Halt mit ein paar SkySat-Satelliten und ich glaube ein paar kleinere CubeSats sind auch noch mit dabei. Ja. Was dann irgendwie so diese Flock-Satelliten sein dürften. Ja, also wie gesagt, für Planet Labs, wer sich für die interessiert, das sind die Betreiber der größten Satellitenkonstellation der Welt derzeit, sitzen hier in Berlin und haben da ihr Kontrollzentrum, allerdings witzigerweise nicht für die SkySat-Satelliten, die sitzen noch irgendwo drüben in den USA, in Kalifornien. Die werden von dort aus kontrolliert, weil die gehörten halt bis vor ein paar Monaten noch komplett zu Google und so schnell sind die nicht beim Umstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch nach Berlin kommt oder nicht. Weiß ich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Das ist das und die Rakete selbst ist auch so ein Ding. Weißt du wieso? Es klingt so ein bisschen nach Atomrakete. Ja, das sowieso. ich glaube, die erste Stufe ist eine Peacekeeper-Rakete oder sowas. Es wird ja jetzt kein Peace mehr gekippt. Ja, die Minotaur C ist eigentlich eine umbenannte Taurus-Rakete von Orbital Sciences. Also damals noch Orbital Sciences. Wir erinnern uns an die letzte Folge, wo die jetzt hingehören. Was war das? Warte mal, wer hat die aufgekauft? Ja, Orbital, also außer Alliant Tech Systems und so weiter. Northrop Grumman, genau. Zu denen gehören die jetzt. Damals war das halt alles noch so richtig Orbital Sciences. Und die Taurus-Rakete hat ein etwas unglückliche Vergangenheit, weil von der Taurus XL-Rakete sind 9 Stück gestartet. Die ersten 5 Starts sind super verlaufen und von den letzten 4 Starts sind 3 in die Binsen gegangen und haben dabei 2 NASA-Satelliten im Wert von, ich glaube, über 1 Milliarde Dollar vernichtet. Das ist nicht gut, nee. Und jetzt haben sie das Ding halt praktisch nur umbenannt. Und ansonsten ist das mehr oder weniger, ja, die identische Technik. Sicherlich eine verbesserte Nutzlastverkleidung, weil die war der Grund dafür, dass die beim letzten Mal die letzten 2 Flüge halt versagt hat. So ähnlich wie die indische PSLV, die letztens versagt hat. Der Unterschied ist, die beiden Satelliten sollten halt in einen ziemlich niedrigen Orbit kommen und wenn dann sich die Nutzlastverkleidung nicht öffnet, dann ist die Oberstufe zu schwer, als dass du überhaupt in irgendein Orbit kommst. Bei der PSLV war es halt so, die sollte von Anfang an in einen sehr hohen Orbit kommen und die zusätzliche Masse hat dann halt nur dafür gesorgt, dass das Ding in einen ziemlich niedrigen Orbit gekommen ist, aber es war halt noch ein Orbit. Okay. Ja, und so sind halt 2 irgendwie das Carbon Observatory und ich glaube Kryosat oder so sind dabei verloren gegangen, was ein ziemlicher Schlag war. Ja. Und danach verschwand übrigens auch sehr schnell der Name Taurus 2 für die Antares-Rakete. Also zumindest der Projektname war wohl immer Taurus 2 gewesen von der Antares-Rakete. Und der war davor noch ziemlich gebräuchlich und nach dem 2. Fehlstart von dem Ding, also dem insgesamt 3., also dem letzten Start halt, verschwand dann Taurus 2 irgendwie sehr, sehr schnell von allen möglichen Seiten. Ja, das war's. Das war's, ja. Danach steht im Plan erst wieder für den 30. Oktober wieder irgendwas. Genau, also bis dahin sollten wir wieder gesendet haben. Ja, man hat eine sehr hohe Schlagzahl jetzt für die eine Woche. Wie gesagt, wer für jeden Start anstoßen will, der sollte genügend Sekt bereitstellen und der Leber schon mal vorzeitig Bescheid sagen. Wir rufen natürlich hier nicht zum übermäßigen Konsum von Alkohol auf. Nee, würde ich auch nicht empfehlen, das zu machen. Trink lieber eine Mate oder so. Werde ich wahrscheinlich brauchen, wenn die Start zu spät sind. Ja, ist sinnvoll. Ne? Ja. Koffein ist das, ist nun mal das Alkohol des kleinen Getränk. Nee, das wichtigere Getränk für Raumfahrtbegeisterte.
Ob man will oder nicht, weil die Startzeiten sind eh immer genau falsch. Immer zur falschen Uhrzeit. Egal, wir wünschen euch noch einen schönen guten Tag, einen Morgen, Abend, Weg zur Arbeit, Weg von der Arbeit oder was auch immer ihr gerade macht und verabschieden uns. Ja. Tschüss. Tschüss.